guten Abend allerseits. Rückblick ist vielleicht ein bisschen zu viel versprochen, aber zumindest möchte ich Sie jetzt erstmal alle begrüßen im Namen des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft und der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir begrüßen Sie hier zur letzten Veranstaltung dieses Jahres. Und wir möchten beginnen mit der Feststellung, dass wir doch immer noch überrascht sind über den großen Zuspruch, den wir für diese Redenreihe über das ganze Jahr hinweg erhalten haben. Wir haben vor einem Jahr begonnen mit dem Vortrag von Manuel Castells und dann folgten noch 5 weitere. Das ist jetzt der 6. Vortrag dieses Jahres. Und immer ist doch die Veranstaltung relativ voll gewesen, weshalb wir auch den Eindruck gewonnen haben, dass wir mit dieser Frage nach großen Strukturveränderungen und großen Linien in diesem Wandel den Nerv der Zeit getroffen haben. Zu unseren Vorträgen haben wir seit letztem Jahr 2000 Gäste gehabt und gut 4000 Leute haben sich zu den Vorträgen angemeldet. Wir finden diese Diskrepanz aus doch mindestens 2 Gründen erwähnenswert. Der erste Grund ist, dass man als Veranstalter in dieser Stadt doch schon ziemlich gute Nerven haben muss, um das so auszubalancieren. Und der zweite Grund ist, dass man dann doch wieder so gute Nerven auch deshalb nicht braucht, weil die No-Show-Quote relativ konstant bei 50% liegt. Das heißt, man muss eigentlich nur 100% überbuchen, so ähnlich wie ein bisschen höher als bei einem Flugzeug vielleicht. Und dann kommt es gerade so ungefähr hin. Also bei aller Wankelmütigkeit des Berliner Publikums ist es dann doch wieder recht stabil. Jedenfalls haben wir uns aufgrund des Zuspruchs entschieden, also die Bundeszentrale und das HIG, dass wir die Redenreihe auch im nächsten Jahr fortsetzen werden unter dem gleichen Titel. Und wir haben auch schon einen schönen neuen Veranstaltungsort gefunden. Bevor ich jetzt an Tobi Müller übergebe, der unseren Gast einführen wird, wollte ich gerne noch erwähnen, dass Andreas Reckwitz letzte Woche erfahren hat, dass er den Leibniz-Preis 2019 bekommt. Und dazu wollen wir ihm herzlich gratulieren. Vielleicht kriegt er schon mal einen Applaus vorweg. Ja, guten Abend, herzlich willkommen zu dieser besonderen Abschlussveranstaltung dieser Redenreihe in diesem Jahr, die ich moderieren durfte. Vielen Dank, Bundeszentrale für politische Bildung und Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ganz kurz zum Ablauf vielleicht, was wir hier vorhaben in den nächsten 1-3/4 Stunden. Vielleicht ist es so, dass ich jetzt kurz einführe in unseren Gast, dann kommt der Vortrag und danach, das ist ein bisschen anders, für all diejenigen, die vielleicht schon mal bei uns waren in diesem Jahr, werden wir anschließend an den Vortrag die Thesen in einer bisschen größeren Runde besprechen, nämlich mit den Schirmherren und Frauen dieser Reihe tatsächlich. Und dann sind Sie tatsächlich auch an der Reihe. Es gibt Zahlmikrofone und es gibt wie immer auch die Möglichkeit, über Twitter unter dem Hashtag Digital Society Fragen zu stellen, die wir dann irgendwann reinspielen können. Selbstverständlich können Sie auch sich nur auf den Vortrag von Andreas Reckwitz beziehen. Es ist nicht so, dass wir dann genau da landen, wo wir dann sind in der Diskussion und da geht es weiter. Sie können zum ganzen Abend Fragen stellen. Das ist uns tatsächlich sehr wichtig. Wir haben zum Abschluss einen deutschen Soziologen bei uns, der sich mit Phänomenen beschäftigt, die meisten im Saal, würde ich jetzt mal so grob behaupten, wahrscheinlich auch aus dem eigenen Leben kennen dürften. Zum Beispiel, machen wir oder machen Sie Sport oder Yoga, weil es uns gut tut oder weil wir denken, wir müssen, um kompetitiv zu bleiben? Oder können Sie es sich vielleicht schon wieder leisten, das Rennen um Profilierung und Selbstoptimierung offensiv abzulehnen? Oder kennen Sie vielleicht, um noch ein anderes weltweit bekanntes Beispiel anzuführen, die Popkünstlerin Madonna, die sich fast die ganze Karriere über immer neu erfand
Zeichen von minoritären Gruppen aneignete und durchaus solidarisch oder sogar emanzipatorisch einsetzte, für Atheisten zum Beispiel im Frühwerk, für Hispanics in den USA, Homosexuelle, zunehmend auch als Modell für älter werdende Frauen im Popgeschäft, für die es ja tatsächlich noch nicht so viele Modelle gibt wie für alternde Rockstars. Und haben Sie auch gemerkt im Spätwerk, wie Madonnas eiserner Weg zum Neuen hin, zum Selbstbestimmten, zum Optimierten, vielleicht sogar zum Authentischen, irgendwann doch ein bisschen wie ein Stahlbad aussah, wie ein Befehl, sei du selbst oder geh unter, sozial, sexuell und ökonomisch. Unser Gast, Professor für Vergleichende Kultursoziologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, spricht heute, soweit ich weiß, nicht über Madonna und auch nicht unbedingt über die Fitnesskultur. Aber wenn ich das so verkürzend und einführend sagen darf, forscht er schon ganz lange über Prozesse, die die Entwicklung von populären Wünschen nach individueller Selbstverwirklichung verfolgen und wie diese nur scheinbar paradox in einen sozialen Befehl kippen können. Vielleicht so von der Befreiung von Zwängen zum Zwang der Befreiheit, also zwischen Disziplin und Freiheit könnte man auch sagen. So habe ich das ungefähr in etwa gelesen, 2012 in seinem Buch Die Erfindung der Kreativität bei Suhrkamp Wissenschaft. Letztes Jahr wurde es gerade ins Englische übersetzt, wie ich heute gelesen habe. Das ist eine tolle, natürlich auch historische Studie, wie der Begriff der Kreativität von der Managementlehre über die Psychologie bis zur spätmodernen Gesellschaft, das ist ein wichtiger Begriff für heute Abend, immer wirkungsmächtiger wird. Und wenn ich jetzt einen Sprung mache, um ihn lieber gleich selbst reden zu lassen, so war das Kreativitätsbuch vielleicht auch eine Vorstudie zu seinem übernächsten Buch, seinem aktuellen, vor einem Jahr erschienen, das den heutigen Abend wesentlich bestimmt. Das heißt, die Gesellschaft der Singularität. Wie es im Titel schon steht, ist das vor rund einem Jahr erschienene Buch nicht mehr einzig eine soziologische Beleuchtung von Teilaspekten oder Begriffen, sondern eine Gesellschaftstheorie. Das heißt, ein Versuch, eine gesellschaftliche Plattenverschiebung zu beschreiben, in der unser Gast die Abkehr von einem scheinbaren Universalismus der Moderne erkennt und der historisch gesehen noch relativ jung ist. Selbstverständlich spielt die Digitalisierung in einer zeitgenössischen Gesellschaftstheorie eine Rolle. Sein Vortrag wird die digitalen Aspekte, Ursachen, Effekte dieser Transformation vom Allgemeinen ins Besondere oder eben hin zu Singularitäten, wie er es nennt, näher erläutern. Dieser gesamttheoretische Entwurf schien uns also besonders geeignet, um nach den eher enger fokussierten Vorträgen dieses Jahres eine, darf ich sagen, allgemeinere Diskussion zu führen, die hoffentlich ganz besonders wird. Aber jetzt freue ich mich sehr, den vielfach ausgezeichneten, Sie haben es gehört, seit ein paar Tagen auch Träger des Leibniz-Preises geehrten Gast zu begrüßen, über den die Jury des Leibniz-Preises schreibt, ich zitiere, er sei einer der führenden und originellsten Gesellschaftsdiagnostiker der Gegenwart, der ebenso umfassende wie detailreiche Analysen des Strukturwandels moderner westlicher Gesellschaften vorgelegt hat. Zitat Ende. Herzlich willkommen, Andreas Reckwitz. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die freundliche Einleitung, vielen Dank für die Einladung hierhin nach Berlin. Es wurde ja gerade schon von Herrn Müller kurz skizziert, worum es heute gehen soll, worum es mir gehen soll. Digitalisierung als Singularisierung, so lautet mein Thema. Und ich sollte vielleicht kurz erwähnen oder erläutern, also aus welcher Perspektive ich überhaupt argumentiere. Viele von Ihnen oder einige von Ihnen haben ja vielleicht diese Vortragsreihe verfolgt, diese Vorlesungsreihe. Und man kann sich natürlich mit dem Phänomen der Digitalisierung aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beschäftigen. Also es ist ja ein Thema mittlerweile auch sehr stark in der Medienwissenschaft, in der Kommunikationswissenschaft. Aber ich habe hier also eine spezifisch soziologische Perspektive. Und das heißt eine spezifisch gesellschaftstheoretische Perspektive. Also was mich interessiert eigentlich gar nicht so sehr die Digitalisierung an sich oder als ein Mikrophänomen, sondern was es im Grunde also für die Gesellschaftsstruktur und für das Gesellschaftssystem insgesamt bedeutet. Also ich bin ja auch kein, muss ich gleich dazu sagen, Mediensoziologe oder Techniksoziologe, die gibt es ja, die sich spezialisiert damit beschäftigen, sondern ich komme eben aus der allgemeinen Soziologie und der Kultursoziologie und insofern ist für mich aber eigentlich unverzichtbar, das hat der Herr Müller gerade ja schon zu
Recht gesagt, also auch wenn man gar nicht speziell aus diesem Bereich kommt, sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen und eben die Frage zu stellen, inwiefern sie eigentlich ein Motor ist für bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen der Gegenwart. Also ich werde Ihnen zunächst einmal kurz skizzieren, in welchem theoretischen Rahmen sich meine Diagnose bewegt. Also ich gehe zunächst einmal tatsächlich davon aus und auch in dem genannten Buch Die Gesellschaft der Singularitäten, dass wir einen grundsätzlichen Wandel erleben der Gesellschaftsform, also von der industriellen Moderne oder klassischen Industriegesellschaft in die Spätmoderne, und dass bei diesem grundsätzlichen Wandel die Digitalisierung, könnte man sagen, eine zentrale Rolle spielt, also ein zentraler Motor ist. Jetzt ist das natürlich zunächst auch durchaus eine schwierige Frage, welchem Stellenwert man überhaupt Technik oder Technologien, und ich gehe jetzt davon aus, also Digitalisierung als digitale Technologien, inwiefern die überhaupt eine Rolle spielen können oder sollen für die Gesellschaftstheorie. Also ganz platt gesagt, welche Rolle spielt überhaupt Technik in der Gesellschaft? Also man könnte ja auch einen Technikdeterminismus vertreten, den gibt es auch teilweise bei bestimmten Autoren, also dass man gewissermaßen sagt, die Technologie ist der treibende Faktor der gesellschaftlichen Entwicklung, also von den archaischen Gesellschaften bis zur Gegenwart, was immer die Technik die Gesellschaft angetrieben hat, vielleicht auch als Produktivkräfte im marxischen Sinne. Das ist jetzt hier nicht meine Voraussetzung. Also ich gehe davon aus, dass Technik oder Technologie etwas ist, was tatsächlich in der Gesellschaft auf bestimmte Art und Weise wirkt, aber nicht determiniert. Also Technik und Technologien müssen auf irgendeine Weise auch angeeignet werden. Sie müssen eben in sozialen Praktiken alltäglich, ökonomisch, politisch und so weiter angeeignet werden. Und dabei liefern aber diese Techniken oder Technologien durchaus, man könnte, also mit Gibson, das ist ein Autor, der also einiges zur Techniksoziologie gesagt hat, also bei den Techniken handelt es sich um Affordances, das heißt also, wenn man so will, um Angebotsstrukturen. Nicht? Also insofern gehe ich auch davon aus, die Digitalisierung liefert gewissermaßen Angebote. Man kann mit ihr bestimmte Dinge machen. Also sie eröffnet bestimmte Möglichkeiten und andere Möglichkeiten nicht, so wie andere Techniken andere Möglichkeiten eröffnen und Möglichkeiten verschließen. Aber was daraus gemacht wird, ist eine Frage der sozialen Praxis. Also im Grunde geht es mir darum, also gegen einen Technikdeterminismus, aber auch gegen so eine Vorstellung, man könne mit der Technik gewissermaßen alles machen und sie sei gewissermaßen selber nur eine Art Oberflächenphänomen. Also die Techniken haben Angebotsstrukturen, wirken gesellschaftlich, aber eben durch bestimmte soziale Praktiken hindurch. Und ich werde also gleich darauf eingehen, also inwiefern ich denke, dass sich hier also Techniken und Technologien grundsätzlich verändert haben und ihr Status sich verändert hat. Aber meine Leitdifferenz ist zunächst einmal die zwischen, man könnte sagen, zwei Formen oder Typen moderner Gesellschaft, nämlich der industriellen Moderne und der Spätmoderne. Also wenn Soziologen von der Moderne reden, dann meinen sie eigentlich die Gesellschaften, wie sie sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt haben, also gewissermaßen seit der Industrialisierung, seit der Demokratisierung, der Urbanisierung und so weiter, also ja schon ein relativ langer Zeitraum, aber es ist klar, dass natürlich innerhalb dessen, was man moderne Gesellschaft nennt, die ja auch mit Kapitalisierung zusammenhängt, mit Verwissenschaftlichung und so weiter, dass es da auch nochmal unterschiedliche Phasen gibt. Also die Gesellschaft 2018 ist nicht mehr die um 1800, auch wenn sie beide in gewisser Weise moderne Gesellschaften sind. Und in dem Zusammenhang würde ich eben unterscheiden, und da stimme ich aber auch mit vielen Kollegen in der Soziologie überein, dass man im Grunde, jedenfalls auf die letzten 100 Jahre bezogen, nochmal zwei Phasen moderner Gesellschaft unterscheiden sollte, nämlich einmal, wenn man so will, die industrielle Moderne oder die klassische Industriegesellschaft, die eigentlich zum Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich Fahrt aufgenommen hat und ab bis ungefähr in die 1970er Jahre hineinreicht, und dass danach aber gewissermaßen nochmal ein grundsätzlicher Strukturwandel stattfindet. Das würden auch viele sagen, dem würden viele zustimmen, in eine Gesellschaft hinein, ja, wie soll man sie nennen? Also ich nenne sie jetzt hier Spätmoderne, manche haben ja von Postmoderne gesprochen, von Hochmoderne und so weiter. Ulrich Beck hat von zweiter Moderne gesprochen. Die Begriffe sind jetzt gar nicht so wichtig, sind ja alles nur Verlegenheitsbegriffe, aber die Frage ist ja, was hat sich hier grundsätzlich gewandelt? Also was hat sich in den letzten 40 Jahren gewissermaßen grundsätzlich gewandelt im Verhältnis zu der klassischen Industriegesellschaft, die in mancher Hinsicht ja immer noch in unseren Köpfen auch steckt, also auch politisch zum Beispiel noch in den Köpfen steckt.
Und meine These ist, dass sich vieles eigentlich aufschließt in diesem Strukturwandel von der industriellen Moderne zur Spätmoderne, wenn man eigentlich davon, wenn man sieht, dass sich, man könnte sagen, Strukturierungsformen des Sozialen verändern, und zwar in der Richtung, dass eben eine soziale Logik des Allgemeinen, wie sie in der industriellen Moderne dominiert hat, immer mehr in den Hintergrund tritt. Das heißt nicht verschwindet, aber in den Hintergrund tritt, und stattdessen sich die spätmoderne Gesellschaft in vielerlei Hinsicht von Bewertungssystemen prägen lässt, die man als eine soziale Logik des Besonderen umschreiben kann. Also ganz vereinfacht gesagt, in der Spätmoderne zählt mehr das Besondere, das Individuelle, das Singuläre, das Nicht-Austauschbare. Das ist das, was eigentlich auch die Gesellschaft und die Individuen interessiert, sodass Kriterien des Allgemeinen, auch des Standardisierten, des Allgemeingültigen natürlich weiterhin existieren, aber gewissermaßen in den Hintergrund treten. Das ist jetzt natürlich vielleicht auf den ersten Blick noch gar nicht so schlüssig, das versuche ich Ihnen aber gleich nochmal näher zu erläutern, was es mit dieser sozialen Logik des Allgemeinen und des Besonderen auf sich hat. Das wird also das erste Drittel ungefähr oder die erste Hälfte des Vortrags sein, und dann natürlich die Frage, die uns jetzt heute interessiert: Welche Rolle spielen dabei die digitalen Technologien? Denn tatsächlich denke ich, dass dieser Wandel weg von der klassischen industriellen Moderne hin zu einer Spätmoderne, in der singularisiert wird, in der also Besonderheiten, Einzigartigkeiten ausgezeichnet werden, dass die ganz entscheidend angetrieben wird durch die digitalen Technologien. Und vereinfacht gesagt, dass man sagen kann, also in der klassischen industriellen Moderne, die industriellen Techniken waren eigentlich so ausgerichtet, dass sie standardisiert haben, während wir also bei den digitalen Technologien beobachten, dass sie eben zumindest auch singularisieren, das heißt also Besonderheiten und Einzigartigkeiten hervorbringen und uns danach ausrichten. Wobei mit diesen Singulären ist nicht die Singularity, das sollte ich gleich dazu sagen, im Sinne von Ray Kurzweil gemeint, sondern da habe ich jetzt hier eine andere Begrifflichkeit. Meine Folien sind übrigens auch, Sie sehen das, also sehr antivisuell. Ich wollte hier gerade nicht mit Bildchen arbeiten. Das wäre ja hier auch sehr, das mache ich auch häufig und das ist dann ja auch sehr angemessen, aber ich dachte also gerade, wir sollten das jetzt, also das, was wir ohnehin immer schon alltäglich um uns herum haben mit dem Internet und so weiter, also ich möchte eine Abstraktionsstufe hier einbauen. Also zunächst die Moderne als Doppelstruktur. Also zunächst einmal die Frage, noch unabhängig also von der Rolle der Digitalisierung, also das ist ja hier meine These, dass sich die spätmoderne Gesellschaft als eine Gesellschaft der Singularitäten strukturiert. Was heißt das überhaupt? Also man kann ja, das ist erstmal ja eine ganz abstrakte Frage, wie das Soziale, könnte man sagen, strukturiert ist. Da gibt es auch verschiedene Autoren, die das ganz unterschiedlich angehen, also ob zum Beispiel das Soziale man strukturieren kann nach Märkten oder nach Bürokratien oder nach Gemeinschaft und Gesellschaft, also verschiedener Weise das Soziale strukturiert wird. Aber mein Ausgangspunkt ist hier, dass eigentlich mit der Moderne, seit 1800 ungefähr, als sie entstanden ist, dass die moderne Gesellschaft eigentlich diese Besonderheit hat oder diese außergewöhnliche Struktur hat, dass sie einerseits radikal eine soziale Logik des Allgemeinen fördert und forciert und dass sie auf der anderen Seite aber auch genauso radikal eine soziale Logik des Besonderen oder des Singulären forciert. Also die Unterscheidung allgemein besonders, das ist ja eigentlich eine klassisch-philosophische Unterscheidung, also bei Kant findet sich das schon in der Erkenntnistheorie, dass man eigentlich alle Elemente der Welt entweder unter allgemeinen Begriffen fassen kann oder eben die Besonderheit des einzelnen Dings, das ist dann nach Kant eine Frage der Anschauung. Aber bei mir, also mir geht es jetzt hier nicht um die Erkenntnistheorie, sondern ich möchte eigentlich diese Frage nach dem Allgemeinen und dem Besonderen soziologisieren und frage eben, wie eben Gesellschaften selber so ausgerichtet sind, dass sie systematisch gewissermaßen Allgemeinheiten produzieren und diese oder Dinge danach bewerten, ob sie bestimmten allgemeinen Standards erfüllen, oder aber dass Gesellschaften eher so ausgerichtet sind, dass sie immer nach dem Singulären, nach dem Besonderen suchen und das sogar in ihrer Entstehung forcieren. Also ich würde diese Frage nach dem Allgemeinen und dem Besonderen, die eigentlich eine klassisch-philosophische ist, soziologisieren. Und deswegen spreche ich ja eben auch von sozialer Logik des Allgemeinen.
allgemeinen und sozialer Logik des Besonderen, um diesen Aspekt des gesellschaftlichen, sozialen von vornherein zu betonen. Also, dass die moderne Gesellschaft radikal an einer Soziologie, an einer sozialen Logik des Allgemeinen orientiert ist, das ist vielleicht jetzt nicht so überraschend, nicht? Also, denn das ist ja auch vielleicht das, was uns zunächst einmal bei der Moderne einfällt. Denken Sie an das Fließband, denken Sie an die Rollenzuschreibungen in, beispielsweise im beruflichen Bereich. Also die Moderne ist eben eine Gesellschaft, die radikal auch darauf ausgerichtet ist, zu standardisieren, zu universalisieren, ob das jetzt in der Industrie ist, ob das in der Wissenschaft ist, wo einzelne Elemente oder allgemeine Begriffe gefasst werden, ob das in der Politik ist. Also es gab ja auch diese Begriffe von Massengesellschaft beispielsweise. Also die moderne Gesellschaft betreibt gewissermaßen ein Doing Generality, also sie richtet Dinge, Menschen, Orte und so weiter an allgemeinen Standards aus. Das ist das, was Max Weber, der Soziologe, auch unter dem Begriff der formalen Rationalisierung gefasst hat. Also, dass die Moderne rationalisiert in einer sehr formalistischen Weise in allen Bereichen. Das ist eigentlich seit dem Beginn der Moderne, also gerade auch mit der Industrialisierung, mit der Verwissenschaftlichung, ganz ohne Zweifel so. Und das ist natürlich eine Tendenz, die auch in der Gegenwart fortbesteht. Aber es gab auch von Anfang an, könnte man sagen, eine Gegentendenz in der modernen Gesellschaft, nämlich dieses besondere Interesse am Besonderen, am Einzigartigen, am Singulären, man könnte auch sagen am Individuellen, das war auch zunächst zum Beispiel mit der Romantik um 1800 sehr stark so, dass die Moderne eben auch eigentlich einen emphatischen Begriff von Individualität entwickelt. Also, dass sie sich gerade interessiert an nicht austauschbaren Einheiten, nicht austauschbaren Elementen, wie eben Individuen in ihrer Einzigartigkeit, Dinge in ihrer Einzigartigkeit, Orte in ihrer Einzigartigkeit und so weiter. Also wie gesagt, die Romantik um 1800 ist ein Kontext, wo man so etwas findet. Man muss sich jetzt aber klar machen, und das ist etwas, was man häufig ja, wo man häufig, denke ich, auch einen Fehler macht, wenn man jetzt zum Beispiel Gesellschaft und Individuum gegenüberstellt, dass also dieses Besondere oder Einzigartige, dass das auch gesellschaftlich gemacht ist. Und deswegen verwende ich jetzt hier auch nicht den Begriff des Individuums oder des Individuellen oder der Individualität, das würde ja vielleicht naheliegen, das ist auch die klassische Begrifflichkeit, die wir dafür haben, sondern ich verwende jetzt diesen Begriff des Singulären oder der Singularisierung, und zwar nämlich aus zwei Gründen. Also zum einen, um klarzumachen, also diese Einheiten, um die es hier geht, die, wofür man, also die, wo sich das, wo das Einzigartige oder Besondere interessiert, das müssen nicht unbedingt Menschen sein. Also wenn wir von Individualität sprechen, Individuen sind ja in der Regel, das ist ja unsere gängige Wortverwendung, Menschen. Und natürlich, man hat in der Moderne auch ein Interesse an der Individualität des einzelnen Subjekts. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber also wenn es eine soziale Logik des Besonderen oder des Singulären gibt, dann bezieht sich die häufig auch nochmal auf ganz andere Einheiten, zum Beispiel auf Dinge und Objekte. Das scheint mir auch ganz wichtig zu sein, dass eben auch Objekte in der Moderne singularisiert werden können. Das heißt, als einzigartige Formen, denken Sie an Kunstwerke, ja? Also wo ja man von Anfang an die Originalität des einzelnen Kunstwerks, das ist, was zählt. Also da ist das Ding als Singuläres, was man hervorbringen will. Oder räumliche Einheiten als Orte, also als nicht austauschbare Orte, zeitliche Einheiten als Events, auch kollektive Einheiten lassen sich singularisieren, also als einzigartige Einheit wie eine Nation beispielsweise, nicht? Oder eine regionale Gemeinschaft. Da wird gewissermaßen das Kollektiv als Einzigartiges behandelt und das interessiert einen. Also es geht nicht nur um Individuen, also Menschen, sondern es geht darum, wie im Grunde in einer sozialen Logik des Besonderen auf verschiedensten Ebenen Dinge, Menschen, Orte, Kollektive und so weiter sich am Einzigartigen und Besonderen ausrichten, weil das auch etwas ist, was übrigens dann Emotionen anzieht, was faszinierend wirkt, was also nicht so sachlich ist wie die soziale Logik des Allgemeinen. Und ein zweiter Grund, warum ich auch nicht von Individualität und Individualisierung spreche, in der Soziologie gibt es ja natürlich den Begriff der Individualisierung, der würde hier vielleicht auch nahelegen, vielleicht denkt man zunächst daran, dass es doch hier jetzt um Individualisierungsprozesse geht, aber der Begriff der Individualisierung, wie ihn zum Beispiel Ulrich Beck hier verwendet hat, meint ja im Grunde Freisetzung. Also Individuen werden freigesetzt aus sozialen und gesellschaftlichen Bindungen. Aber mir geht es gerade nicht darum, sondern mir geht es gerade darum, wie das Singuläre, also das einzigartig Besondere,
fabriziert wird, also wie es gesellschaftlich in die Welt gesetzt wird, also zum Beispiel ein originelles Kunstwerk wird ja erst durch gesellschaftliche Bewertungsprozesse zu einem originellen Kunstwerk. Das ist ja nicht von sich aus, da wird auch nichts freigesetzt aus Bindungen, sondern das hängt eben ab von gesellschaftlichen Bewertungen, ob es jetzt originell ist oder nicht. Und so, das gilt ja auch bei uns als Individuen, also was zählt als einzigartig. Also wir haben hier Prozesse der Singularisierung in der Gesellschaft, in der Elemente als einzigartiger vorgebracht werden, indem sie so beobachtet werden, bewertet werden, produziert werden und auch angeeignet werden. Das kann man jetzt erstmal so allgemein feststellen. Also es gab immer eigentlich, könnte man sagen, in der Geschichte der Moderne eine soziale Logik des Allgemeinen, also Beispiel Fließbandproduktion, und es gab soziale Logiken des Besonderen, Zertifizierung origineller Kunstwerke im Kunstfeld. Das hat es immer beides parallel gegeben, aber, und das ist jetzt meine These, und ich denke, das kann man auch sehr gut eigentlich nachweisen, also in diesem Wandel von der industriellen Moderne zur Spätmoderne hat sich jetzt das Verhältnis zwischen der sozialen Logik des Allgemeinen und der sozialen Logik des Besonderen verschoben. Also die industrielle Moderne war gewissermaßen ganz eindeutig dominiert von der sozialen Logik des Allgemeinen bis hin zu den Volksparteien, bis hin zu den Industriestädten, die alle gleich aussahen, bis hin zu den identischen Erwartungen im Arbeitsbereich, im Berufsbereich und so weiter, während die soziale Logik des Besonderen, man könnte sagen, eine Art Nischendasein geführt hat, also im Kunstbereich beispielsweise. Hat es natürlich gegeben, aber war jetzt eigentlich für die Gesellschaft insgesamt vielleicht nicht so relevant. Und das hat sich in den letzten 30, 40 Jahren massiv verändert, dass wir nämlich eine expansive Singularisierungslogik beobachten können. Das heißt also, diese Orientierung am Singulären, am besonders Einzigartigen, ergreift immer mehr Teile der Gesellschaft, könnte man sagen. Also was früher mal ein Nischenphänomen war oder auch ein Elitenphänomen war, wird heute zu einem Massenphänomen. Also massenhafte Singularisierung, massenhafte Orientierung am Besonderen, Einzigartigen, sodass man sofort auch fragen kann, ist das dann überhaupt noch das Besondere? Aber es ist ja immer wichtig zu sehen, es geht um diese gesellschaftlichen Prozesse. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht weiterhin die Logik des Allgemeinen gäbe oder die Doing Generality gäbe. Das gibt es natürlich weiterhin, aber die wirken gewissermaßen wie eine Infrastruktur, könnte man sagen, im Hintergrund. Und wir werden gleich sehen, dass gerade die Digitalisierung auch ein sehr gutes Beispiel ist, wo man sehen kann, wie natürlich dort im Hintergrund massiv standardisiert und rationalisiert wird und auf der anderen Seite im Vordergrund aber eben auch sehr deutlich singularisiert wird. Also auf diese Singularisierungslogik in der Spätmoderne, das zu erläutern, da bräuchte man natürlich sehr viel Zeit. Das ist jetzt auch heute nicht mein Thema. Das kann man zum Beispiel nachverfolgen, wenn man sich die Lebensstile anschaut. Herr Müller hat ja auch ein paar Beispiele genannt, auch aus meinem Buch. Also wenn man sich gerade die Lebensstile in der neuen Mittelklasse anschaut, also wie dort auch im Alltag natürlich kräftig man sich am Einzigartigen orientiert, ob es um das Reisen geht oder das Verhältnis zum Körper oder die Ernährung und so weiter. Man kann das auch in der Ökonomie sehr gut nachvollziehen, also wie sich die Ökonomie immer mehr in die Richtung entwickelt, dass es auf feine Differenzen ankommt und dass man eben auch Waren versucht als singuläre, man könnte auch sagen, zu inszenieren oder sie auch als solche angeeignet werden. Und tatsächlich, also wenn man jetzt fragt, was sind eigentlich die Ursachen dieses Strukturwandels von der industriellen Moderne zur Spätmoderne, also was sind die Ursachen dieser Verschiebung von der Logik des Allgemeinen zur Logik des Besonderen, dann würde ich vor allen Dingen drei nennen. Das eine ist ein kultureller Bedingungsfaktor, also man könnte sagen, diese Idee des Besonderen und Einzigartigen, das ist ja eine kulturelle Tradition, die bis eigentlich an die Romantik zurückreicht und die in den letzten Jahrzehnten aber nochmal im Sinne eines Wertewandels sich gesellschaftlich verbreitet hat, seit den 70er Jahren, Stichwort Verbreitung von Selbstentfaltungswerten, Selbstverwirklichungswerten, also die Individuen wollen einzigartig sein und sie wollen einzigartige Erlebnisse haben, also im Zuge dieses Wertewandels, also sie begnügen sich nicht einfach nur also so standardisiert zu leben wie die anderen. Das ist also ein Faktor, ein kultureller Faktor. Ein zweiter Wandlungsfaktor ist natürlich ein ökonomischer, also das kann man Kapitalismus theoretisch aufrollen, zu zeigen, also wie sich hier der industrielle Kapitalismus eigentlich auch an eine Sättigungsgrenze geraten ist. Standardisierte Güter lassen sich nicht mehr unendlich reproduzieren oder es gibt nicht ein unendliches Begehren danach, aber insofern hat sich da eine Verschiebung vollzogen hin zum Richtung kultureller Kapitalismus, das heißt ein Kapitalismus, der kulturelle Güter
Güter im weitesten Sinne eigentlich forciert, die eben, wo es gerade versucht, deren Einzigartigkeit zu demonstrieren oder sogar gezielt hervorzubringen, weil sich da eigentlich auch die Konsumentenbedürfnisse immer mehr steigern lassen in der Hinsicht. Und der dritte Faktor ist ein technologischer. Und damit sind wir bei der digitalen Revolution. Also ich denke, ohne die digitale Revolution kann man eigentlich auch diese expansive Singularisierungslogik nicht verstehen. Und inwiefern jetzt also die digitalen Technologien singularisieren, das wollen wir uns jetzt gleich näher anschauen. Wobei es klar ist, also diese drei Faktoren, also kulturell, ökonomisch, technologisch, die sind natürlich miteinander verzahnt. Ja? Sie sind nicht unabhängig voneinander. Ich werde jetzt quasi also auf das Digitale hinzoomen, auf die Technologien und die anderen beiden Faktoren quasi in den Hintergrund treten lassen. Aber die sind natürlich immer daran beteiligt. Ne? Das lässt sich nicht wirklich voneinander trennen. Also inwiefern betreibt jetzt also gerade auch die digitalen Technologien, inwiefern betreiben sie eine Singularisierung? Also was ich jetzt im Grunde mache, ist, dass ich auch viele Details, die wir ja auch aus den Analysen zur Digitalisierung kennen, also ich transportiere hier jetzt keine neuen empirischen Einsichten, ich sie jetzt interpretiere unter diesem Aspekt, inwiefern wird da eigentlich singularisiert? Also inwiefern wird da eigentlich, werden da Besonderheiten und Einzigartigkeiten produziert? Aber zunächst mal muss man feststellen, das wäre jetzt also mein Grundsatz, also digitale Technologien bilden eigentlich eine Art allgemeine Infrastruktur zur Fabrikation von Singularitäten. Also insofern, diese Doppelheit von Allgemeinem und Besonderen findet man natürlich gerade auch in der Digitalisierung. Das ist ja vielleicht auch das, was Ihnen zunächst einfallen würde. Vielleicht sind Sie erstmal überrascht, überhaupt Digitalisierung und Singularisierung zusammenzudenken, weil Sie zunächst einmal denken, naja, aber mit den digitalen Technologien wird doch massiv standardisiert und rationalisiert und in allgemeine Muster gepresst und so weiter. Und das ist natürlich zunächst einmal auch so, und das muss man natürlich zunächst einmal auch sehen, dass die digitalen Technologien massiv auch, eigentlich man könnte sagen, eine Arbeit am Allgemeinen betreiben, und zwar in allen drei Komponenten, welche die digitalen Technologien ausmachen. Also das ist ja immer die Frage, was sind denn überhaupt digitale Technologien? Das ist so ein Schlagwort, das ich jetzt immer verwendet habe. Man findet es ja auch in der Literatur. Aber eigentlich muss man ja sagen, die digitalen Technologien setzen sich zusammen aus drei Komponenten. Also einmal dem Computing, also den Rechenmaschinen selbst. Dann zweitens der Digitalisierung im engeren Sinne der medialen Formate. Und drittens die kommunikative Vernetzung. Also zunächst einmal, dass man die ersten beiden Elemente auch unterscheidet. Das hat eigentlich, den nehme ich jetzt an Lev Manovich an, also an seine Medientheorie, der das ja sagt, dass man hier sehen muss, dass wir hier also in der aktuellen Computertechnologie im Grunde eine Konvergenz zweier zunächst unabhängig voneinander entwickelnder Verfahren haben, nämlich einmal das Computing, also die Rechenmaschine, also die Weiterentwicklung der Turing-Maschine, und dann auf der anderen Seite aber natürlich auch für uns ja mittlerweile gleichzeitig die Digitalisierung der medialen Formate. Also das eine, die Rechenmaschine, die Turing-Maschine, ist natürlich etwas, was auch von vornherein, könnte man sagen, standardisiert und rationalisiert, gerade auch über die Algorithmen als allgemeine Handlungsanweisungen. Also hier könnte man sagen, Computing als Rechenmaschine ist das, was Max Weber mal formale Rationalisierung genannt hat, par excellence. Das wird im Grunde hier nochmal eine Schraube weitergedreht. Die Digitalisierung medialer Formate, damit ist ja gemeint, dass wir, also dass es möglich ist, verschiedene mediale Formate wie eben Bild, Ton, Text und so weiter, also über den Binärcode gewissermaßen ineinander übersetzbar zu machen. Das waren sie ja vorher nicht. Also vorher konnte man sagen, waren die Medien singulär. Ein Bild war etwas anderes als der Ton oder als ein Text. Das ließ sich nicht einfach ineinander konvertieren. Aber natürlich durch den Binärcode ist das jetzt möglich, sodass wir hier auch, könnte man sagen, ein Doing Generality haben. Also das Ganze wird in ein allgemeines, verschiedene Medien werden in ein allgemeines Muster übersetzt, und insofern können sie ja auch alle gleichzeitig und parallel zueinander dann in den digitalen Technologien existieren. Und die dritte Komponente, und hat Manovich noch nicht gesehen, weil die Arbeiten ja von ihm etwas älter sind, das ist dann natürlich die Entwicklung der kommunikativen Vernetzung, also die kommunikative Vernetzung zwischen den Computern, und das ist gleichbedeutend mit der Entwicklung des Internet, also mit der Etablierung eines allgemeingültigen und offenen Basisprotokolls seit Anfang der 70er Jahre, und das liefert ja die technologische Grundlage für ein einziges umfassendes kommunikatives Netz. Und auch da haben wir, könnte man sagen, also eine Arbeit am Allgemeinen, weil dieses Netz eben eines ist, das universalisiert. Also jeder kann potenziell mit jedem kommunizieren.
Also auf allen drei Ebenen also, ob es jetzt um Rechenmaschinen und Algorithmen geht, ob es um diese ineinander Übersetzbarkeit von medialen Formaten geht, was man im engeren Sinne Digitalität nennt, und drittens eben auch in der kommunikativen Vernetzung, haben wir in den digitalen Technologien letztlich ein Doing Generality. Das heißt, da wird jetzt verallgemeinert, es wird standardisiert, es wird rationalisiert. Das ist zunächst einmal der Hintergrund und die Infrastruktur. Aber das, was das eigentlich Interessante ist jetzt für mich jedenfalls, dass vor dem Hintergrund dieser Infrastruktur besondert wird, also singularisiert wird. Und das ist eigentlich auch das Neue, könnte man sagen, an den digitalen Technologien. Also dass Technik standardisieren kann, dass sie rationalisieren kann, das konnte sie seit Jahrhunderten. Das ist nicht das Neue. Und das wird jetzt nochmal eine Stufe weiter oder nochmal eine Windung weiter gedreht. Aber was man dabei nicht übersehen sollte, ist eben das Neue, nämlich dass die digitalen Technologien tatsächlich, man könnte sagen, auch verändern das, was Technik kann. Sie kann nämlich jetzt auch, oder sie fördert gewissermaßen auch eine Orientierung am Besonderen und am Einzigartigen, was irritierend ist. Weil nämlich eigentlich, man könnte sagen, 200 Jahre lang die Technikkritik so ausgerichtet war, dass Technik standardisiert und rationalisiert. Da hat es ja immer eine Kulturkritik gegeben, die Technik würde das Individuelle unter sich begraben und so weiter. Und jetzt macht sie das teilweise natürlich auch, aber zugleich, und das ist das Verwirrende, ermöglicht sie jetzt genau das Gegenteil, die Singularisierung, die aber natürlich auch, die nicht einfach nur ermöglicht wird, sondern eben auch forciert wird. Und zwar in welcher Hinsicht? Darauf müsste man natürlich sehr viel genauer eingehen, und ich kann das hier noch relativ grob machen. Aber zunächst einmal, ich hatte ja vorhin gesagt, dass dieser Begriff der Singularisierung und auch der Singularitäten sich nicht nur auf Individuen oder Subjekte bezieht, sondern auch auf verschiedene Einheiten, also auch auf Objekte zum Beispiel, auf Kollektive. Und ich denke, genauso ist es auch mit den digitalen Technologien, dass sie zunächst einmal natürlich Subjekte singularisieren, also vor allen Dingen die Darstellung von Subjekten singularisieren, dass sie zweitens aber auch Objekte singularisieren und drittens auch Kollektive. Das müsste man ganz genau machen, und ich hatte das in meinem Buch ja auch versucht, also sehr differenziert diese verschiedenen Fälle darzustellen. Das kann ich jetzt natürlich nur sehr verkürzt machen. Was aber auch wichtig ist, und das habe ich da als erstes auch drüber geschrieben, also kulturelle und maschinelle Singularisierungsprozesse. Das macht das Ganze nochmal etwas komplizierter, weil wenn man nämlich fragt, auf welcher Ebene wird denn da singularisiert, dann muss man sagen, also einerseits findet die Singularisierung, könnte man sagen, auch zwischen den Nutzern statt oder in der Auseinandersetzung des Nutzers mit den digitalen Technologien, also in einem soziokulturellen Raum, also zum Beispiel, wenn es eben um die Darstellung von Profilen auf Facebook geht. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Singularisierungsprozesse, die gewissermaßen innermaschinell sind. Das heißt also, die digitalen Technologien sind im Grunde dazu in der Lage, ohne dass wir es als Nutzer irgendwie mitbekommen oder daran beteiligt sind, uns zu singularisieren. Also etwa über das Data Tracking, über People Analytics und so weiter. Werde ich gleich darauf eingehen. Insofern sind das aber, das macht das Ganze natürlich jetzt komplizierter, zwei Ebenen, auf denen singularisiert wird. Also einerseits für uns alle sichtbar und auch unter unserer starken Beteiligung im soziokulturellen Raum des Internets, vor allen Dingen mit seinen Profilen. Und gleichzeitig, man könnte sagen, hinter unserem Rücken wird ebenfalls singularisiert. Also die Algorithmen singularisieren selbst eben auch. Sie können eigentlich uns ja, sie können einen, man könnte sagen, ein Beobachtungsprofil aufstellen. Also das macht das Ganze komplizierter, das sollte man aber im Auge behalten, dass eben auf beiden Ebenen singularisiert wird. Und zunächst einmal bei den Subjekten, und ich meine, was eigentlich schlagend ist zunächst einmal, ist, dass natürlich das Internet als eine Aufmerksamkeitsökonomie an singulären Subjektdarstellungen ausgerichtet ist. Und da denke ich, dass das Profil, also diese Form des Profils eigentlich das Zentrale ist. Also über die Form des Profils wurde in letzter Zeit, in den letzten ein, zwei Jahren auch schon einiges veröffentlicht. Es gab ein Buch von Andreas Bernhard auch zum Profil und auch, also das ist ein Thema, das jetzt sehr im Kommen ist, auch natürlich nachvollziehbarerweise, weil man sagen kann, diese Form Profil ist das, was in eigentlich, auf welcher Ebene Subjekte geformt werden im Internet, und zwar nicht nur dort, sondern ja auch nochmal in anderen Teilen unserer spätmodernen Gesellschaft. Denken Sie an Berufsprofile, also Profile auf dem Arbeitsmarkt, und jetzt aber geht es hier natürlich um die digitalen Profile, also um die digitalen Profile, die wir kennen. Also ein Profil, zunächst einmal verstanden als eine Zusammenstellung von Text- und Bildelementen und in einer
denken Sie eben an ein Profil in den sozialen Medien, auf Facebook beispielsweise, oder ein Profil auf einer Partnerschaftsplattform oder natürlich auch ein berufliches Profil im Internet. Also auf verschiedensten Ebenen werden ja Profile präsentiert. Man könnte auch sagen, dass es auch nicht formalisierte Profile gibt, wie zum Beispiel ein Blog, dass der ja auch dazu führt, dass man gewissermaßen indirekt über die eigenen Texte ein Profil gewinnt. Also das Profil ist hier eigentlich eine zentrale soziale Form, in dem auch die Kommunikation im Internet strukturiert wird und ein Profil eben als eine Zusammenstellung von Text und häufig ja auch Bildelementen dadurch versucht, das digitale Subjekt eben gerade die Differenz und die Nicht-Austauschbarkeit als besondere Persönlichkeit zu demonstrieren. Also es geht hier darum, eben sich nicht als ein Profil darzustellen, wie die anderen auch, sondern sich eben als ein besonderes Profil darzustellen. Also wenn Sie da mal einen schönen Vergleich haben, also als David Riesman, der Soziologe, amerikanische Soziologe, Anfang der 50er Jahre sein Buch The Lonely Crowd geschrieben hat, hat er das dargestellt, natürlich in vordigitalen Zeiten, wie auch da sich natürlich Individuen versucht haben, voreinander möglichst gut in Szene zu setzen, könnte man sagen, also sich gegeneinander, voreinander darzustellen im Alltagsleben. Aber da ging es immer darum, gewissermaßen so zu sein wie die anderen, also gerade nicht aufzufallen. Also man hat auch sozialen Status dadurch gewonnen, dass man eben so war wie die anderen. Aber das Internet funktioniert natürlich ganz anders. Es funktioniert eben so, dass man Differenz markieren muss, dass man sich als nicht austauschbare, als einzigartige Persönlichkeit auch darstellt, inszeniert und so weiter, weil vielleicht auch aus bestimmten subjektiven Wünschen heraus, weil man sich eben in seiner Individualität präsentieren will, aber vor allen Dingen natürlich auch, weil man in dem Sichtbarkeits- und Valorisierungswettbewerb des Internets bestehen will und bestehen muss. Das hängt, also das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das Profil richtet sich an ein Publikum und dieses Publikum im Internet liefert eben das lässt sich gewissermaßen aufmerksamkeitsökonomisch analysieren. Das ist eben ein Markt der Sichtbarkeiten, wo man leicht unsichtbar werden kann. Und es ist auch ein Markt der Valorisierung, also der Bewertungen, auch über natürlich bestimmte Bewertungsmechanismen wie Liken und so weiter. Und man hat eine Chance, eher sichtbar zu werden und auch eher gut und hoch bewertet zu werden, wenn man in irgendeiner Weise singulär ist. Also wenn man qualitative Differenzen markiert und nicht Austauschbarkeit inszeniert. Das ist also ganz zentral. Also es natürlich liegt auch auf der Hand, also Subjekte, die eben lernen, sich im Internet zu bewegen, lernen eben, sich zu singularisieren. Also das ist hier also eine ganz zentrale Anforderung auch an das spätmoderne Subjekt, sich zu singularisieren. Und im Internet lernt man das natürlich von sehr früh an. Jetzt könnte man auch sich noch mal genauer anschauen, wie hier singularisiert wird. Also wie gelingt das überhaupt, zum Beispiel ein Profil aufzustellen, das als einzigartig erscheint? Man muss ja immer sagen, es geht ja darum, wie es wahrgenommen wird. Es ist ja nie etwas objektiv einzigartig. Und das findet eben zum Beispiel so darüber statt, ich spreche jetzt hier von kompositorischer Singularisierung, dass man eben bestimmte verschiedene Elemente zusammenstellt. Ne? Also das ist auch ganz zentral. Man könnte ja sagen, naja, wie wird man, klassischerweise hätte man gesagt, wie wird man individuell? Das ist schwer zu sagen. Und wenn man sich diese Profile anschaut, dann ist es ja so, dass sie im Grunde, man könnte sagen, Additionen von Versatzstücken sind. Nicht? Also man liefert da zum Beispiel bestimmte Fotos, man liefert kleine Texte, man verweist auf bestimmte Freizeitaktivitäten, auf familiäre Konstellationen und so weiter, die jeweils für sich genommen sicherlich nicht singulär sind, sondern eigentlich ziemlich verbreitet. Aber durch die Kombination, nicht? Durch die Kombination gewinnt das Ganze dann Singularität. Also so ist das ja auch zum Beispiel ein Facebook-Profil aufgebaut oder überhaupt ein Profil auf den sozialen Medien, das durch die Kombination verschiedener Elemente eigentlich dieser Eindruck von Einzigartigkeit erzeugt wird. Also auch über Likes, über Links und so weiter. Das sind ja alles, könnte man sagen, Bestandteile dieser Komposition des Singulären. Im Grunde ist das ziemlich faszinierend, weil diese Frage, das Individuum, das war ja gewissermaßen auch in romantischen Zeiten fast so eine Art mystische Einheit. Also was macht ein Individuum zum Individuellen? Das zog sich gewissermaßen dem Blick. Aristoteles hat das ja auch gesagt, Individuum est ineffabile, also das Individuum, das kann man eigentlich gar nicht begreifen, weil es ja so einzigartig ist. Und jetzt ist es im Grunde so, man konnte sagen, die Produktion von Einzigartigkeit wird zu einer sogar ziemlich profan nachvollziehbaren Sache, weil man könnte auch sagen, in der Montage, es ist ja letztlich eine Montagetechnik, verschiedener Elemente, verschiedener Bilder, verschiedener Texte, verschiedener Links, verschiedener Likes und so weiter, sich dann ein einzigartiges Bild ergibt, jedenfalls idealerweise. Das ist natürlich das Ziel, ob das dann immer funktioniert, ist eine andere Frage, das muss ja auch von außen so bewertet werden.
Ein zweites Element, das auch damit zusammenhängt, also wie singularisiert wird in den Profilen, eben immer über die immer neuen Performanzen, also das ist ja auch zentral, diese Profile sind ja nicht statisch, sondern sie müssen ja ständig verändert werden. Es müssen immer wieder neue Kurztexte eingefügt werden, neue Bilder, Instagram und so weiter eingefügt werden. Insofern diese Besonderheit, um eine zu bleiben, muss sich ständig erneuern gewissermaßen. Und das ist natürlich auch durch die Hinzufügung neuer Elemente, wird immer wieder auch der Besonderheit, könnte man sagen, ein neuer Faktor hinzugefügt. Und ein drittes Element, das auch ganz zentral ist, wenn man sich das anschaut, wie Profile aufgebaut sind. Also es geht ganz stark darum, dass Individuen versuchen, ihr, man könnte sagen, subjektives Erleben visuell darzustellen und sich so zu singularisieren. Also zum Beispiel das Gefühl, das man hatte auf einem Rockkonzert zum Beispiel, das lässt sich ja nicht wirklich darstellen, aber durch ein bestimmtes Foto meint man vielleicht, diese Stimmung einfangen zu können. Also das würde ich jetzt hier also visuell dargestelltes Erleben nennen. Also gerade das Bildmedium eignet sich natürlich auch dazu eher als das Schriftmedium, inneres Erleben darzustellen. Und auch das liefert natürlich zusätzliche Elemente, könnte man sagen, an diesem Besonderheitsprofil. Gut, also ich denke, an diesem Fall, also Internet als eine Aufmerksamkeitsökonomie von singulären Subjektdarstellungen, da sieht man sehr gut, wie eigentlich die digitalen Technologien so funktionieren, dass sie eigentlich massiv singularisieren, dass sie das Singuläre prämieren, dass sie das Singuläre erwarten und dass der Einzelne dann eben auch nolens volens daran teilnimmt. Das habe ich jetzt relativ ausführlich dargestellt. Die anderen Punkte muss ich jetzt also etwas kürzer darstellen, wobei das auch Elemente sind, die Sie, denke ich, schon kennen, auch aus der Literatur oder auch aus den öffentlichen Diskussionen um die digitalen Technologien, aber ich interpretiere sie jetzt nochmal eben in der Singularisierungsthese. Also das zweite Element, also dieser Singularisierung der Subjekte, also dieses erste Singularisierung der Subjekte, das war ja gewissermaßen eine Singularisierung, die in der Öffentlichkeit wirkt, die öffentlich dargestellt wird, die wir auch alle sehen können, an denen wir auch aktiv beteiligt sind. Aber dann gibt es natürlich, ich hatte das vorhin ja schon kurz erwähnt, auch eine zweite, man könnte sagen, einen zweiten Weg von Singularisierung der Subjekte, und das läuft eben hinter dem Rücken der Subjekte ab, und zwar über das, was man ja dann häufig Data Tracking nennt, also das gewissermaßen wir ja als Nutzer bekanntermaßen auch beobachtet werden durch die digitalen Technologien, ständig beobachtet werden und auf diese Art und Weise, man könnte sagen, Beobachtungsprofile angelegt werden, auch ohne dass wir ja davon wissen. Das sind auch Profile, das ist aber nicht das Profil, das ich eben in die sozialen Medien setze, sondern das eben von uns angelegt wird, und zwar eben auf der Grundlage ja in der Regel dieses Pfad-Tracking, das eben beobachtet wird, auf welche Seiten man geht, also welche Dinge man kauft, welche Fotos man sich anschaut und so weiter. Also unsere Konsumgewohnheiten werden nachvollzogen. Und auf diese Art und Weise ergibt sich auch ein Profil, also ein Beobachtungsprofil, Stichwort People Analytics. Das kann dann ökonomisch eingesetzt werden, das kann auch politisch eingesetzt werden. Und auch da muss man sich klar machen, dass das nun auch eine Singularisierung ist. Ja, und dass eben hier, und das scheint mir auch wirklich eine ziemlich revolutionäre Neuheit zu sein, also ich wäre sonst mit dem Begriff revolutionär ein bisschen vorsichtig, aber hier scheint es mir wirklich so zu sein, dass das nun Techniken sind, die gerade ja nicht nach dem Durchschnitt suchen, so wie das die Techniken der industriellen Moderne gemacht haben, sondern sie wollen wirklich herausfinden und haben auch ihre Möglichkeiten, gewissermaßen die Besonderheit des Einzelnen zu konstruieren, abzubilden, vor einem bestimmten Interesse natürlich, vor dem Hintergrund, und auf diese Art und Weise eben auch wird singularisiert. Also ich würde zum Beispiel da auch eine Parallele sehen zu der Singularisierung in der Genomanalyse. Also wie ja auch die Genomanalyse, also ein medizinisches Verfahren, auch darauf ausgerichtet ist, eben nicht mit Durchschnitten und Standards zu arbeiten, sondern eben wirklich den Einzelnen in seiner Einzigartigkeit auch zu dechiffrieren, um dann zum Beispiel eine bestimmte Behandlung auch daran anfolgen zu lassen. Also das wäre eine zweite Ebene, könnte man sagen, von Singularisierung der Subjekte durch das Data Tracking. Dann Stichwort Singularisierung der Objekte. Es wird natürlich auch über die digitalen Technologien werden Objekte singularisiert. Also eine, und das würde ich vor allen Dingen an zwei Konstellationen denken. Also das eine ist Stichwort personalisiertes Netz. Das ist ja ein Begriff, der jetzt nicht von mir ist, sondern aus der Literatur stammt. Also ich würde eben sagen singularisiertes Netz. Also das wissen wir auch, dass für uns das Internet, dem wir begegnen, wenn wir das mal als ein Objekt nehmen, dass das nicht für alle von uns gleich ist, sondern dass das eben gewissermaßen eine für den Nutzer oder auf den Nutzer ausgerichtet maßgeschneiderte digitale Umwelt ist.
nicht jeder, also wir schauen, wir sehen Unterschiedliches, wenn wir jeweils an unseren Rechnern, also ins Internet einsteigen. Also zum Beispiel sehen wir auf unserem Facebook Newsfeed unterschiedliche Nachrichten, je nachdem, wie wir eingestellt haben. Oder wir bekommen bei der Google-Suche unterschiedliche Antworten, unterschiedliche Reihenfolge, je nachdem, wie wir vorher eben gesucht haben. Also insofern wird dieses, man könnte sagen, diese Environment des Internets wird, ohne dass wir es nun wollen oder wissen, maßgeschneidert. Insofern, das findet auch eine Singularisierung statt. Also am Ende, man könnte sagen, das ist eine Umwelt, die auf uns zugeschnitten ist, und am Ende wissen wir es dann schon gar nicht mehr so, dass sie eigentlich wirklich nicht objektiv und absolut ist und für alle gleich, sondern auf uns zugeschnitten ist. Ein weiteres Element, Stichwort Softwareisierung der Objektewelt, darauf ist auch Lev Manovich in seinen Arbeiten näher eingegangen. Also die Software, könnte man sagen, ist selber eine Technologie, die auch es uns sehr erleichtert, etwas platt gesagt, kreativ zu sein. Das heißt also auch neue Objekte in die Welt zu setzen, neue Fotos, neue Grafiken, neue Texte, neue Filme und so weiter. Das sind natürlich dann kreative Produktionen, die gebunden kreativ sind, denn wir gehen ja von bestimmten Standards aus, von bestimmten Tools, die uns vorgegeben sind. Aber diese Tools ermöglichen es uns dann doch wiederum auch sowas wie vielleicht besondere Objekte, Bilder, Texte, Filme und so weiter in die Welt zu setzen. Also viel leichter als es der klassische Künstler, der also gewissermaßen vor seiner Staffelei stand. Und hier haben wir aber Tools, die uns eigentlich Kreativität erleichtern. Und ein letzter Punkt, Singularisierung der Kollektive. Und das ist natürlich jetzt auch, denke ich, auch ein ganz zentraler Punkt. Es werden eben nicht nur die Subjekte singularisiert, es werden nicht nur Objekte singularisiert, sondern es werden in den digitalen Technologien auch Kollektive singularisiert. Und das ist genau das, was wir ja auch häufig in der Diskussion haben, also diese Entstehung von Kommunikationscommunities im Internet. Das einer einen Ebene könnte man sagen, das Internet universalisiert. Es ist also ein universales Netz, ein globales Netz, in dem potenziell jeder sich mit jedem verbinden könnte. Tatsächlich ist es aber so, dass hier natürlich sich Kommunikationsgemeinschaften bilden, auch zum Beispiel um sehr spezifische Themen herum, die dann auch um sich oder in sich relativ abgeschlossen sind. Das sind dann ja die berühmten Filterbubbles. Also man könnte sagen, das sind digitale Gemeinschaften oder besser gesagt Neo-Gemeinschaften. Das sind ja auch Wahlgemeinschaften. Also Personen, die sich finden um ein bestimmtes Thema herum, um ein bestimmtes Hobby herum oder um bestimmte Vorlieben herum, auch unter bestimmte politische Theorien herum, und die dann eben für sich genommen also eine in sich abgeschlossene Gemeinschaft bilden, die dann für sich genommen gewissermaßen singulär ist. Und das ist ja auch genau das, was das Begriff der Gemeinschaft auch von Anfang an bedeutet. Also Gemeinschaften sind ja auch selber singuläre Einheiten, die eben als Ganze genommen einzigartig sind. Da ist eben nicht das Individuum einzigartig, sondern das partizipiert dann an der Gemeinschaft. Aber die Gemeinschaft insgesamt ist eine einzigartige, eine singuläre und wird dann und kann dann zum Beispiel auch kollektive Identität stiften. Und auch das, auch auf der Ebene haben wir jetzt, würde man sagen, eine Singularität. Das ist natürlich auch die letzten Elemente, die ich nannte, die kennen Sie ja wahrscheinlich schon. Aber für mich war das interessant, man kann sie auch interpretieren im Grunde. Kann man diese letzten Phänomene eigentlich alle interpretieren als Mechanismen, die gerade nicht das Allgemeine fördern, sondern das Besondere. Also gerade nicht das Allgemeine, sondern das Besondere der Kommunikationsgemeinschaft, das Besondere der unterschiedlichen Zugangsweisen zum Internet, das Besondere der Konkurrenz um Aufmerksamkeiten durch verschiedene Profile und so weiter. Letzter Punkt wäre natürlich, was sind die Konsequenzen dieser digitalen Singularisierung? Also wenn die jetzt wirklich so stattfindet, wie ich das gerade dargestellt habe, also wenn man die Phänomene so interpretieren kann, was sind die Konsequenzen? Also ich möchte mich jetzt auch erstmal mit großen kulturkritischen Pauschalverdammung, also das neige ich eigentlich nicht. Das ist ja eine große Gefahr mittlerweile. Also wir hatten ja eine Zeit lang, war es so, dass diese Generaldiagnosen in Bezug auf Digitalisierung sehr optimistisch waren. Also Stichwort neue Demokratisierung oder große Erleichterungen im Alltag, die das Ganze bringen soll. Mittlerweile ist es ja fast eher ins Gegenteil umgeschlagen, dass wir also sehr stark kulturkritische, also total Verrisse, könnte man sagen, der Digitalisierung finden. Also Stichwort Überwachung, Stichwort Kontrolle, Stichwort Aufmerksamkeitszerstreuung. Also ich möchte das jetzt erstmal, also
weder in die eine noch in die andere Richtung ausschlagen. Also man konnte natürlich auch sagen, diese neue Singularisierung ist ja in vieler Hinsicht auch eine große Errungenschaft. Sie ermöglicht ja auch zum Beispiel jetzt Subjekten, sich als Einzigartige zu präsentieren, dann, was möglicherweise ihrem Selbstentfaltungswunsch auch entspricht, also gerade nicht so sein zu müssen wie die anderen oder auch diese Möglichkeit, dass eben kleine Communities sich finden, die um bestimmte Präferenzen herum sich organisieren. Das war ja auch in der industriellen Moderne vielleicht gar nicht möglich oder nur sehr erschwert möglich, war sehr stark diskreditiert, man hatte gar keine Foren, jetzt hat man sie. Also insofern hat die Singularisierung hier ja offensichtlich auch, würde ich zunächst einmal sagen, auch ihre Vorzüge und ihre Fortschritte, aber sie hat natürlich auch ihre Nachteile und dafür möchte ich vor allen Dingen vier nennen, die ja auch schon häufiger diskutiert wurden. Also das erste wäre, was man wirklich als Profilierungszwang der Subjekte umschreiben kann, und zwar jetzt natürlich wirklich in diesem, also Profilierung in diesem von Profil, also dass man eben ein einzigartiges Profil zu haben hat, gewissermaßen, das ist die neue Erwartung, natürlich nicht nur der digitalen Technologien, sondern auch anderer Bereiche in der Gesellschaft, aber dadurch natürlich auch forciert. Und das könnte man sagen, hier wird gewissermaßen das, was früher vielleicht mal eine Chance war für das Subjekt, nämlich Besonderheiten zu entfalten, die nicht der Norm entsprachen, dass nun daraus, man könnte fast sagen, eine neue Norm wird, nämlich die besonders zu sein und damit eben nicht konformistisch zu sein. Dann würde man nämlich unsichtbar bleiben, da wäre man so wie die anderen und würde also überhaupt keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber natürlich auch nicht zu stark abzuweichen, weil es gibt natürlich auch nicht akzeptable Singularitäten. Also was als wertvolle Singularität zählt, das hängt eben natürlich ab von bestimmten sozialen Maßstäben und es gibt ja auch bestimmte Grenzen des Akzeptablen, was Singularität. Insofern ist die Singularisierung auch immer, man könnte sagen, eine durchaus riskante Angelegenheit, nicht zu konformistisch zu sein, aber auch nicht zu wenig konformistisch zu sein. In jedem Fall aber ergeben sich hier, man könnte sagen, auch neue Zwänge an die Subjekte, eben ein Profil zu entwickeln. Ein zweiter Nachteil liegt auch auf der Hand, die Erosion der allgemeinen Öffentlichkeit. Also in dem, das ist ja häufig diskutiert, wenn sich diese vielen kleinen, besonderen Communities ausbilden, Kommunikationscommunities, ist die Frage, gibt es überhaupt noch eine allgemeine Öffentlichkeit? Das war ja eigentlich die Hoffnung, die man mit dem Internet verbunden hat. Das sei nun eine globale Öffentlichkeit. Tatsächlich ist es aber eine, die hier sehr schnell natürlich in Kommunikationscommunities zerfällt. Die Frage also, wo bleibt die allgemeine Öffentlichkeit? Auch zum Beispiel dieser Aspekt, dass eben jetzt jeder, man könnte sagen, seine auf ihn zugeschnittenen Nachrichten bekommt, führt ja auch dazu, dass gewissermaßen vielleicht auch Grundlagen einer allgemeinen Öffentlichkeit schwierig geworden sind. Ein dritter möglicher Nachteil, denke ich, dieser digitalen Singularisierung ist diese extreme Gegenwarts- und Novitätsorientierung. Weil gerade wenn man am Singulären interessiert ist, sucht man auch immer oder ist man im Grunde als Nutzer auch immer am Neuen interessiert. Das Neue verspricht ja Singularität, löst es nicht immer ein, vieles was Neues ist auch uninteressant, aber gerade das Neue verspricht natürlich Außergewöhnlichkeit, könnte man sagen. Das Alte verschwindet dann schnell wieder aus dem Aufmerksamkeitshorizont. Und das ist natürlich auch ein Produkt dieser digitalen Singularisierung. Auch das hat natürlich Nachteile, dass komplexere Zusammenhänge, dass auch Altes, vielleicht Vergangenes, aber auch noch Interessantes, im Grunde schnell aus dem Aufmerksamkeitsfokus verschwindet. Und der vierte Problematik der digitalen Singularisierung ist sicher die Affektkultur der Extreme. Darauf müsste man sehr viel ausführlicher eingehen. Das habe ich jetzt gar nicht machen können. Das ist natürlich ganz generell, also eine, die soziale Logik der Singularitäten eine ist, die sehr viel stärker als die soziale Logik des Allgemeinen mit Emotionen und Affekten verbunden ist. Also die soziale Logik des Allgemeinen ist eine extrem, man könnte sagen, versachlichende, also die eben mit Sachlichkeit, auch mit wenig Emotionen letztlich arbeitet. Dagegen die Logik der Singularitäten ist von vornherein eigentlich eine, schon seit der Romantik, die mit Emotionen arbeitet. Das Singuläre ist etwas, was potenziell faszinierend ist, was potenziell aber auch abschreckend, abstoßend ist. Das Allgemeine ist eher weder positiv noch negativ besonders emotionsstark, aber das Singuläre ist eben eine Affektkultur der Extreme und das kann man, denke ich, auch im Internet natürlich sehr gut nachvollziehen, auch das ist ja häufig thematisiert worden, dass einerseits, man könnte sagen, das Internet auch eine positive Affektkultur ist, also man sucht immer nach den positiven Effekten, also zum Beispiel
Beispiel auch auf den sozialen Medien versucht man erst einmal gegenüber Freunden immer das Positive darzustellen, das Erfreuliche, das Faszinierende, das im angenehmen Sinne Überraschende, also das Singuläre in einem positiven Sinne. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass gerade in diesem Singularitätswettbewerb im Internet auch massiv, man könnte sagen, großes Frustrationspotenzial vorhanden ist, dass eben auch negative Gefühle gerade dort entstehen, zum Beispiel von Neid, auch derjenigen, die eben zum Beispiel im Schatten der digitalen Aufmerksamkeit und der digitalen Bewertung sich befinden, sodass wir jetzt am Ende, das ist Internet sicherlich keine positive Affektkultur ist, sondern eine, man könnte sagen, extrem zerrissene zwischen positiven Affizierungen und auf der anderen Seite auch massiv negativen und aggressiven Affizierungen. Und das ist, denke ich, auch ein vierter problematische Konsequenz der digitalen Singularisierung. Aber das sind jetzt alles sicher Aspekte, auf die wir gleich auch nochmal in der Diskussion eingehen können. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank, Andreas Reckwitz, für diesen vielen Input. Wir könnten sehr lange weiterreden. Ich glaube, wir haben etwa, wie gesagt, 40 Minuten hier auf der Bühne. Und wir versuchen das so grob in drei Themenkomplexe, Blöcke einzuteilen, die ich hier vorschlagen würde, nämlich, dass wir erst darüber sprechen, inwiefern ist Singularisierung tatsächlich ein Effekt der Digitalisierung oder wie können wir das nochmal ein bisschen historisch größer machen, was wir bereits gemacht haben eigentlich teilweise im Vortrag jetzt gerade. Zum zweiten Teil möchten wir vielleicht nochmal fragen, ob daraus auch, wie Sie schreiben, im Buch eine Krise des Politischen resultiert oder ob es auch da gegenteilige Beobachtungen vielleicht gerade gibt in der Gegenwart, wenn wir nach Frankreich oder auch anderswohin gucken. Und abschließend, nachdem Sie dran gewesen sein werden, würde ich mal vorschlagen, dass wir auch noch nach Agency fragen, nach Handlungsspielräumen oder nach Steuerung einfach. Also was bleibt uns eigentlich übrig zu tun in der Diagnose, die wir jetzt gerade ausgeführt gekriegt haben. Ich stelle Ihnen noch mal ganz kurz das Podium vor. Andreas Reckwitz ist bereits vorgestellt durch den Vortrag und die Einführung. In der Mitte sitzt Jeanette Hoffmann. Sie ist von Haus aus Politikwissenschaftlerin. Eine von vier Gründungsdirektorinnen des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft, HIG, 2012. Heute eine der Forschungsdirektorinnen. In der Leitung des HIG repräsentiert sie quasi das WZB, das Wissenschaftszentrum Berlin. Jeanette Hoffmann ist ebenso Sonderprofessorin für Internetpolitik an der FU hier in Berlin. Sie leitet mehrere renommierte Forschungsgruppen und ist nicht zuletzt eben auch mitverantwortlich, initiierend sozusagen für diese Reihe Making Sense of the Digital Society. Herzlich willkommen, Jeanette, hier auf der Bühne für den Abschluss dieser Veranstaltung. Thomas Krüger ist seit 18 Jahren, seit 2000 Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, der zweite Player hier dieser ganzen Reihe, könnte man sagen, mit Sitz in Bonn und Berlin. Die BPB, wie sie abgekürzt wird, hat die Aufgabe, ich zitiere jetzt, durch Maßnahmen der politischen Bildung Verständnis für politische Sachverhalte zu fördern, das demokratische Bewusstsein zu festigen und die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit zu stärken. Zitat Ende. Das sind ja nun gerade alles Dinge, die in Gefahr zu sein scheinen, nachdem wir den Vortrag gehört haben oder nachdem wir über Politik gesprochen haben. Sie versuchen da eigentlich Gegensteuer zu halten, weil ich das richtig verstanden habe mit der BPB. Thomas Krüger hat vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung in Systemumbrüchen als der Rest des Podiums. Er war nämlich Bürgerrechtler in der späten DDR und 1991 auch kommissarischer Oberbürgermeister von Ost-Berlin, bevor er in den 90er Jahren für die SPD in den Bundestag einzog. Herzlich willkommen, Thomas Krüger.
Herr Reckwitz, ich würde gerne mit Ihnen beginnen und dann nochmal nachfragen mit der Romantik, weil das kam lustigerweise in den Vorgesprächen, die ich mit den anderen Podiumsteilnehmerinnen geführt habe, bereits zur Sprache, dass wir immer gesagt haben, ja, aber ist das nicht eine Abfolge von quasi eher dialektisch aufgestellten Bewegungen von der Singularisierung und eher von quasi allgemeinen Tendenzen, und uns ist alles sofort von der Schule wahrscheinlich noch die Romantik in den Sinn gekommen, wo es diesen Typus ja eigentlich bereits gibt. Können Sie da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, inwiefern ist es jetzt quasi ein Wurmloch von der Romantik hin zur Digitalisierung, in dem wir am anderen Ende stehen gerade, oder sind das irgendwie komplexere Abläufe in den letzten 200 Jahren? Ja, ist es an? Das Mikrofon ist an, ja. Hört Sie, ja. Also ich denke, dass das schon wichtig ist, also wenn es um die Frage der Singularisierung geht, dass man eben genau diesen historischen Horizont dabei hat. Also dass es nicht um so eine kurzatmige Singularisierungsdiagnose geht, sondern dass man sieht, es ist ein langfristiger Prozess. Und tatsächlich, wenn man eben fragt, das hatte ich ja auch gerade schon noch mal kurz angedeutet, also wo man eigentlich woher in der Moderne zunächst mal überhaupt diese Emphase für das Singuläre kommt, also wie die in dieser Radikalität auch, wo es entstanden ist, dann denke ich tatsächlich, dass es die Romantik um 1800 ist, also die ja nicht nur eine philosophische und eine künstlerische Bewegung war, sondern eigentlich auch eine kulturrevolutionäre Bewegung, die ja genau das, man könnte sagen, in die Welt gesetzt hat, auch damals schon als Kritik an der Rationalisierung, an der auch Moralisierung des Bürgertums und so weiter, also eine emphatische Vorstellung von Individualität, das wurde bei Rousseau ja schon vorentwickelt, auch zum Beispiel von Authentizität, von Selbstverwirklichung, von Selbstentfaltung, die Originalität des Kunstwerks, die Einzigartigkeit der Natur, auch die Einzigartigkeit der Orte, nicht, der Dörfer, der Italienreisen und so weiter. Also da kommt ja auch eine unglaubliche Sensibilisierung, könnte man sagen, für das eben gerade nicht, also für das Außergewöhnliche, für das Individuelle. Das kommt eigentlich aus diesem Kontext der Romantik. Das würde ich auf jeden Fall zunächst mal sagen. Das ist wie so eine Art kulturelles Saatbett für kommende Entwicklung. Das war natürlich eine winzige Nische, also das waren ja nur ganz wenige Leute, die da partizipiert haben, ein paar Bücher, die entstanden sind und so weiter, also ein Diskurs, den gab es. Das war aber erstmal nur eine Nische. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Wie ist es dann in den 200 Jahren eigentlich danach weitergegangen? Aber die Ausdifferenzierung des Kunstsystems, die auch ungefähr dann einsetzt, würde genau. ich jetzt mal sagen. Und das ist, oder die und da ist ja dann auch deutlich sagen, weitergegangen genau. und gewachsen. Also da könnte man sagen, also wo überhaupt diese romantische Orientierung am Einzigartigen, wo sich das am ehesten institutionalisiert hat, also jenseits von Subkulturen und Bohème-Kulturen, wo das natürlich auch 200 Jahre lang immer präsent war, das ist im Kunstbereich. Also der Kunstbereich ist ja der moderne Kunstfeld seit 1800, setzt ja auf Originalität. Also anders als die klassizistische Kunst, wo es ja immer darum ging, bestimmten Regeln einfach zu entsprechen und sie perfekt zu erfüllen, geht es jetzt eigentlich in der modernen Kunst darum, originell zu sein, anders zu sein, die Regeln zu brechen. Und da haben wir das, könnte sagen, auch 200 Jahre lang, also, aber natürlich, das Kunstfeld, die Soziologie hat sich nie besonders für das Kunstfeld interessiert, weil sie sagt, gut, das ist so eine Nische am Rande, also die Musik spielt Frechheit. Woanders, in der Industrialisierung beispielsweise, in der Massengesellschaft, aber klar, im Kunstbereich kann man hier eigentlich schon so eine, also da wurde die Orientierung am singulären institutionalisiert. Und was natürlich wichtig ist, insofern ist das Kunstfeld, ich hatte da ja auch in dem Kreativitätsbuch mich näher mit beschäftigt, finde ich auch eine ganz wichtige Blaupause, weil das Kunstfeld natürlich auch schon was reinbringt, in dem Moment, es ist ja ein soziales Feld, das ist ja etwas institutionalisiert, das sind ja nicht ein paar Romantiker, die sich da etwas ausdenken, weil da auf diese Art und Weise natürlich nochmal was anderes eingeführt wird, was die Romantiker so nicht hatten, nämlich das Publikum. Ja? Also jetzt kommt man natürlich dahin, die Individualität liegt ja nicht objektiv einfach zutage, oder das war ja diese romantische Vorstellung, das ist eine Sache, die ich mit mir selber ausmache, nicht Authentizität zum Beispiel, sondern jetzt kommt ein Publikum, also ein Kunstpublikum zum Beispiel, und das sagt dann, bestimmte Dinge sind originell und andere nicht, Kunstkritiker beispielsweise, Kunstrezipienten und so weiter. Und insofern, und das wäre jetzt die Brücke natürlich zur Digitalisierung, das haben wir jetzt ja auch. Also wir haben im Grunde, man könnte sagen, diese in vieler Hinsicht auch vielleicht ein bisschen desillusionierte Form von Singularitätsorientierung, also nicht der Einzelne, der das mit sich selbst ausmacht, sondern wir haben immer ein Publikum da, wir haben andere, die bewerten, ob etwas wirklich singulär ist oder nicht. Später haben wir das auch im Star-System zum Beispiel, Anfang des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel im Filmbereich, da geht es ja auch immer um Singularität, aber da ist es ja auch das Publikum, das bewertet. Und das scheint mir auch ganz wichtig zu sein. Insofern, wir sind nicht einfach nur Romantiker. Die Romantiker meinten nämlich wirklich, dass also Besonderheit
Zeit eine Frage zwischen mir und den Dingen gewissermaßen ist. Und jetzt kommt aber diese Publikumsinstanz, also eine soziale Instanz, die gewissermaßen ja mitmischt und die uns eben auch, wir sind ihr ausgesetzt und wir sind aber selber auch Publikum. Und das gilt ja gerade jetzt für die, und das ist natürlich auch der Unterschied zwischen dem Kunstbereich und dem Internet. Also im klassischen Kunstbereich gab es nur wenige Produzenten, also nur wenige Künstler und dann eben ein größeres Publikum. Und wir sind jetzt natürlich in der digitalen Konstellation, sind wir alle auch potenziell Produzenten. Das ist reziprok und das ist ganz bestimmt auch eine Question of Scale, wenn man es irgendwie vergleicht jetzt, ne, von der Romantik zu heute. Ein Begriff, der lustigerweise, finde ich, fast nicht gefallen ist jetzt in Ihrem Vortrag. Sie waren ja auch bei Anthony Giddens in Cambridge, ist der Neoliberalismus. Und da würde ich kurz bei Jeanette vielleicht weitergehen, wenn wir so bei Epocheneinteilungen sind, was ist spätmodern, was ist romantisch, was ist vielleicht neoliberal, ein Begriff, der ziemlich oft gefallen ist im vergangenen Jahr hier, wenn wir über Algorithmen gesprochen haben. Das ist ja eigentlich eine Bewegung, die ja quasi dem Digitalen oder der Durchsetzung der Digitalisierung noch mal vorausgeht, sagen wir mal vielleicht um 20 Jahre, wenn wir jetzt über Breitbandinternet sprechen und den Beginn einer neoliberalen Wirtschaftsordnung, wie sie normalerweise in USA und England seit Beginn der 80er Jahre festgemacht wird. Bei dir als Internet-Expertin, ist das jetzt eine Kategorie, eine Epocheneinteilung, die quasi eine Rolle spielt, eine andere Rolle spielt, oder würdest du da auch quasi mit der Digitalisierungszeitrechnung argumentieren? Also du erwischst mich jetzt etwas kalt, weil eigentlich hatte ich gerade die ganze Zeit Argumente gesammelt, um auf das, was Herr Reckwitz gesagt hat, zu reagieren. Darf ich das jetzt auch nicht gut mehr? Oder natürlich kann ich das auch noch? Also klar, ich fange mal kurz damit an mit Neoliberalismus und Internet. Ich würde behaupten, das Internet ist ein Kind des Neoliberalismus. Das sage ich ja auch oft und gerne. Digitale Datennetze wären auch ganz anders vorstellbar gewesen, als wie sie sich ausgeprägt haben. Es gab Gegenmodelle staatlich zentrierter, von oben kontrollierter Netze, die was ganz anderes tun, als dass das Internet heute tut. Insofern, ja, wir haben es hier, und das hat Herr Reckwitz ja auch gesagt, immer mit einem Wechselverhältnis zu tun, von gesellschaftlichen Dispositionen und Techniken als Möglichkeitsräumen, die sich in die eine und die andere entwickeln können. Uns fehlt nur im Alltag natürlich die Fantasie, das Internet, wie wir es heute kennen, uns anders zu denken. Aber wenn man historisch gräbt, wird man das ganz schnell sehen, dass ein anderes Netz in den 70er, 80er Jahren eigentlich wahrscheinlicher gewesen wäre. Das Internet, muss man sagen, ist eher ein Unfall und nicht eine wahrscheinliche Entwicklung. Aber jetzt würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, dass beim Lesen Ihres Werks und auch beim Zuhören ich immer zwei Impulse habe, nämlich, nein, eigentlich einen Impuls, und das ist nach Gegenbeispielen zu suchen. Aber. Und das geht sicher vielen Ihrer Leserinnen und Lesern so. Man sucht automatisch nach empirischen oder auch theoretischen Beschreibungen, die das, was Sie vortragen, widerlegen. Und ich möchte gern zwei Beispiele oder drei kurz aufgreifen, die mir spontan in den Kopf kommen. Es ist ja eigentlich der Buchdruck, der Sie zu etwas Singulärem heute macht. Ja? Ihr letztes Werk, das ist ein Objekt des Buchdrucks, und der hat Ihnen ganz klar zur Singularität verholfen. Es ist nicht das Internet, es ist der Buchdruck. Und der Buchdruck ist es ja auch, der in der Romantik eine große Rolle gespielt hat. Die Figur des Autors, der nicht mehr nur ein Handwerk betreibt, das durch die Regeln der Rhetorik vorgegeben ist, sondern seine Seele entdeckt und sich selbst Ausdruck verleiht, das hängt mit dem Buchdruck zusammen. Das heißt, vieles von dem, was Sie da beschreiben, könnte man auch einer anderen technischen Epoche zuschreiben. Aber jetzt, und das ist mein zweiter Punkt, dachte ich doch, als Sie vortrugen an Walter Benjamins Kunstwerk im Alter der Reproduzierbarkeit, da kann man sagen, es scheint gerade umgekehrt zu sein, die Aura des Kunstwerkes verschwindet durch eine technische Innovation. Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt, an den ich dachte, nämlich Elena Espositos wirklich vergnügliche Beiträge zur Mode.
die sagt ja, Originalität wird durch Nachahmung erzeugt. Das heißt, die beschreibt eine echte Paradoxie. Und deshalb wäre, wenn ich jetzt diese drei Punkte zusammennehme, meine These, dass das, was Sie verzeitlichen, früher ein Trend zum Allgemeinen und heute ein Trend zum Besonderen, ob man es hier nicht eher mit einem paradoxen Verhältnis zu tun hat, dass aufgrund dieser paradoxen Beziehung sich immer in so einem Schwankungsverhältnis bewegt, mal dominiert das eine, mal das andere und das aber nicht so großflächig, sondern das, was Sie beschreiben, betrifft jeweils bestimmte Bereiche und das sind doch in der Regel gesellschaftliche Eliten und weniger die, die sich mit Nachahmung die Zeit vertreiben. Das sind natürlich wichtige Punkte. Ist die Frage im Prinzip, ob Sie über eine gewisse Klasse sprechen und über eine andere nicht, oder? Wenn man das also zunächst mal, ich meine, diese Frage, also ich meine, man kann das Ganze natürlich auch sehr holzschnittartig darstellen und in dem Vortrag wird es natürlich immer noch holzschnittartiger. Aber ich hatte es ja eigentlich auch gesagt, also ich sehe das eigentlich erstmal, man könnte sagen, fast als ein Forschungsprogramm an, auch ein historisches Forschungsprogramm, zu schauen, wie diese soziale Logik des Allgemeinen in verschiedenen Kontexten funktioniert und auch wie die soziale Logik des Besonderen in verschiedenen Kontexten funktioniert und dann aber sicherlich auch Verknüpfungen zwischen beiden. Also das sehe ich als ein offenes Forschungsprogramm an. Und man kann natürlich soziale Logik des Singularisierung auch in früheren Phasen der Moderne oder vielleicht sogar noch weiter zurückgehend untersuchen. Das haben wir ja gerade auch mit der Romantik schon kurz gemacht oder Sie haben den Buchdruck genannt. Und man kann auch auf die Gegenwart bezogen eben diese Mechanismen des Allgemeinen oder auch der Nachahmung untersuchen. Also das würde ich auf jeden Fall, also das würde ich auch erstmal so offen lassen. Das ist, aber überhaupt jetzt mal dieses zu unterscheiden, diese beiden Logiken, das scheint mir eigentlich für sich genommen etwas, was bisher so nicht gemacht wurde. Ne? Also weil man denke, mit so einem klassischen Individualisierungsbegriff kommt man da überhaupt nicht weiter. Aber trotzdem würde ich natürlich sagen, aber es ist immer ein Wagnis, da hat sich etwas verschoben. Also diese Veränderung von der industriellen Moderne zur Spätmoderne, da hat sich etwas verschoben. Da hat sich ja in vieler Hinsicht Dinge verschoben, ob die postindustrielle Gesellschaft und so weiter. Aber ich denke auch, dass sich in diesem Verhältnis zwischen den beiden etwas verschoben hat. Aber das lässt sich natürlich nicht quantitativ messen. Also ich kann Ihnen jetzt ja nicht sagen, vorher hat es so 20% Singularisierung gegeben und jetzt gibt es 70% oder so. Das lässt sich nicht quantifizieren. Also wir können eher nur schauen, bestimmte Bereiche, wo floriert das eher, also etwa im Internet oder eben auch im ökonomischen Bereich, wobei es immer klar ist, und ich glaube, dass den Fehler sollte man nicht machen, es geht ja nie darum, dass da wirklich absolute, objektive Singularitäten vorliegen, sondern es geht ja immer um diesen sozialen Prozess, in dem Dinge so bewertet werden und die Bewertungen können sich ja auch verändern. Da kann man eben sagen, naja, das ist ja alles nur noch massenhaft und dann, das ist ja auch gerade dieser Modezyklus, der ja auch von Georg Simmel ursprünglich stammt, also es gibt Innovationen, und dann gibt es die Nachahmung und dann gibt es wieder neue Innovationen. Dann versucht man ja doch wieder das Einzigartige. Und ich denke, das sind Mechanismen, die wir ja auch gerade in der Singularisierung immer, es ist nicht zu verstehen, wie alles wird immer einzigartiger. Und das ist ja selber ein Prozess, der in sich ja auch sehr, das muss man empirisch schauen, dynamisch sein kann. Einzigartige werden wieder entzogen oder sie werden wieder zugeschrieben. Und das ist ja gerade das Spannende, sich diesen Prozess anzuschauen. Also wie zum Beispiel Altbau, Wohnungen, da gibt es interessante Untersuchungen, eben in den 60er Jahren erschien das als Müll und dann 10 Jahre später erscheinen sie als singulär. Ja? Das ist eine Umwertung der Werte, wenn man so will, und irgendwann sind sie vielleicht dann wieder Müll, wer weiß. Also das sind Umwertungsprozesse und das sich genau anzuschauen, finde ich eigentlich das sozialwissenschaftlich auch interessante. Und ich denke nicht, dass es ein Elitenphänomen ist. Also sowohl, ich meine, wir reden hier über das Internet. Das Internet ist kein Elitenphänomen. Das ist ein Massenphänomen, ja. Und auch die sozialen Medien sind ein Massenphänomen. Und es ist eben nicht nur irgendwelche Stars, also Filmstars und so weiter, die sich da als singulär darstellen, sondern buchstäblich auch die YouTube-Stars, die eben gestern völlig unbekannt waren. Also das ist ja gerade ein Medium, in dem man könnte sagen, Singularitätsorientierung, man könnte auch sagen, demokratisiert wird. Also da sehe ich nicht, dass das nur eine Elite trifft. Da war ich auch fast ein bisschen erstaunt über die quasi Relativierung am Schluss, wo Sie gesagt haben, es ist auch eine Errungenschaft. Es kann eine Errungenschaft sein, quasi massenhaft zu singularisieren. Das habe ich nicht ganz immer so im Buch gelesen.
Ich finde es auch sehr interessant, was Sie jetzt über die Immobilie sagen, über die Immobilienbranche. Die bräuchte offenbar ein bisschen mehr Kulturwissenschaftler, um in die Zukunft besser zu gedeihen. Vielleicht gibt es welche hier, die das hören. Da gibt es nämlich viele Arbeitslose in Berlin, die diesen Job gebrauchen könnten. Ich würde jetzt aber gern tatsächlich über die Generation sprechen oder über die Jugend, weil das ist ein wichtiger Punkt von Thomas Krügers Arbeit bei der Bundeszentrale für politische Bildung, dass es eben auch immer Jugendprogramme gibt, dass es quasi jetzt nicht einen rein akademischen Publikumsanteil nur an spricht, sondern eben auch einen tatsächlich jüngeren. Und da würde ich gerne auf die Profile zu sprechen können. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Reckwitz, sprechen Sie ja da doch über einen, also über Singularisierungseffekte als etwas quasi Authentizistisches, könnte man es auch nennen. Ja? Also sei besonders, sei aber auch du selbst, kehr deine Sachen möglichst authentisch oder inszeniere sie als möglichst authentisch. Und da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob es da sehr unterschiedliche Arten gibt der Generation, wie man damit umgeht. Also wie spielerisch begreift man das jetzt eigentlich gerade als Jugendlicher? Oder was ist der Unterschied zwischen einem 13-Jährigen und einer 20-Jährigen zum Beispiel? Oder zwischen uns in unserem Alter? Was machen Sie da für Erfahrungen, Herr Krüger, mit Ihren Jugendprogrammen? Merken Sie diese Unterschiede auch, die ich jetzt einfach mal so aus der Hüfte thesenhaft in die Luft werfe? Ist das ein Phänomen, das Sie kennen aus Ihrer Arbeit? Ja, also die Erfahrungen, die wir machen, sind höchst widersprüchlich, weil du hast sozusagen Jugendliche, die sehr, sehr spielerisch damit umgehen und andere Jugendliche, die relativ starr und so umgehen wie wir zum Beispiel. Also mein Profilbild bei Facebook habe ich mir lange überlegt, was nehme ich da, um eben das Singuläre sozusagen zu untermauern, habe mich entschieden für ein Foto, wie ein Esel in ein Auto guckt und ein Kind erschreckt, was dann anfängt zu schreien. Ich habe das Foto nie nirgendwo anders gesehen, aber ich finde es ganz lustig. So. Jetzt gucken alle in ihr Handy und gucken uns nicht mehr zu. Und ich beobachte sozusagen bei vielen Jugendlichen, mit denen wir mit Projekten arbeiten, in der politischen Bildung, im Kontext von Internet, dass sie viel spielerischer, viel vorläufiger mit Profilen umgehen. Profile ändern sich permanent, je nachdem, was sozusagen als Erfahrung, als Impuls in die Alltagswelt kommt, auf das reagieren sie und gehen spielerisch damit um, wollen sich natürlich immer sozusagen etwas komponieren. Ich fand das sehr gut beschrieben, was sie unterscheidet von anderen. Montage, aber es ist sozusagen in meiner Beobachtung immer auch vorläufig. Also es wird viel mehr variiert, viel mehr gespielt mit den Profilen und das unterscheidet junge Leute vielleicht in ihren Kulturtechniken mit Digitalisierung umzugehen von etwas sozusagen Gutenberg-Galaxis erprobten älteren Semestern wie uns. Könnte man dann sagen in einer Umkehrung, dass diese Besonderheit quasi ein neuer Code des Allgemeinen ist? Also dass es einen quasi Wissen gibt oder als ein Wissen erlernt wird, wie man inszeniert, vielleicht vergleichbar zu einer ähnlichen Zeit der europäischen Stadt, als sie explodiert ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo es auch plötzlich neue Codes gab, ein öffentlicher Code, ein privater Code. Das heißt, man musste diesen bürgerlichen Code erlernen, wie man sich in einer Stadt bewegt, die plötzlich viel komplexer und diverser wird zum Beispiel. Man kann nicht mehr authentisch sein zu jedem, das ist zu anstrengend in der großen Stadt. Und im Internet, denke ich manchmal, ist das ein ähnliches Phänomen. Man kann nicht authentisch sein, das geht nicht. Man muss diesen Code erlernen und es gibt so quasi ein Contra-Internet oder wie man es nennen möchte, dass man sich selbstverständlich inszeniert. Ja. Also ich denke, dass das auf jeden Fall der Punkt ist, dass wir eben, deswegen meine ich, es ist eine soziale Logik der Besonderung. Ja. Das ist ja keine Besonderheit, die einfach so da ist, sondern man lernt ja dann auch bestimmte Praktiken, einige hatte ich ja dargestellt, ja, wie man sowas macht. Also zum Beispiel diese Kombinationslogik, die ja auch eine experimentelle Logik, Dinge zusammenzustellen, das ist ja ein relativ einfacher Weg, um eigentlich dann sowas wie Unverwechselbarkeit hoffentlich zu erreichen. Oder eben diese ständige Erneuerung, dass man durch ständig neue Posts eben auch das Ganze nochmal verschiebt. Das System ist dann etwas anderes durch die Hinzufügung gewissermaßen. Also insofern sind das auf jeden Fall Scripts, könnte man sagen, es sind Muster. Mhm. Und das ist ja auch soziologisch wieder so interessant daran, dass das eben nicht völlig unberechenbar ist, ja, sondern dass man da auch Muster findet, dass man Praktiken findet, dass man ja sogar dann auch teilweise schon wieder Ratgeber findet, wie man das macht, auch in anderen Bereichen. Also wie man sich singularisiert, wie man sein Leben zusammenstellt, wie man seine Reise so zusammenstellt, dass sie zu einem einzigartigen Erlebnis werden wird und so weiter. Gibt es sowas bei Ihnen bei der BPB? Gibt es Ratgeber, wie man sich inszeniert auf sozialen Medien?
Nee, gibt es nicht. Wir sind ja in der Bundeszentrale sozusagen immer auch abonniert auf das Allgemeine und sind im Grundgesetz verpflichtet und da sozusagen besondern wir nicht so rum in der Gegend so. Aber ich kann Ihnen... Ich kann Ihnen vielleicht sozusagen aus der eigenen Biografie ein Beispiel erzählen. Also mir ist diese ganze Frage der Singularisierung als soziale Technik, als soziale Praktik durchaus geläufig, weil in der späten DDR war das eine Frage des Überlebens, sich zu singularisieren. Und alles das, was wir heute sozusagen so beschreiben, ja, die besondere Reise zu machen, das spezielle vegane Gericht zu Hause zu kochen und so weiter, also sozusagen abzuweichen von dem Allgemeinen, von den Normen, das war damals sozusagen gang und gäbe, um eben tatsächlich sozusagen seine Distanz und Differenz zum System zu markieren. Also unsere besondere Reise war die mit einem Transitvisum 6 Wochen durch die Sowjetunion, verbotenerweise natürlich, mit finaler Einsperrung in ein Gefängnis, weil die Papiere ungültig waren. Ja, das sozusagen, das waren die Mutproben des Ostens, die Besonderheiten, die Singularitäten, die gab es auch und die sind sozusagen aber nicht ein Massenphänomen gewesen, wie Herr Reckwitz das auf die heutige Gesellschaft beschrieben hat. Und das ist vielleicht der Unterschied. Also es gehört vielleicht zur Moderne generell, dass neben dem Allgemeinen das Besondere immer im Code eingeschrieben war. Aber sozusagen als Massenphänomen tritt es sozusagen heute, unterstützt unter anderem durch die Digitalisierung, auf den Plan. Und dazu müssen wir uns als Institution zum Beispiel verhalten. Und meine Erfahrung ist, dass es da überhaupt kein Rezept gibt. Wir sind immer super gewesen in der politischen Bildung bei den Leuten, die schon politisch gebildet sind. Da wissen wir nämlich, wie es geht. Die laden wir ein zu einem Seminar oder einer Veranstaltung. Da kommen die und tragen alle Argumente, auf die wir uns auch vorbereitet haben, vor. Und wir tauschen die aus und wir gehen irgendwie beruhigt wieder nach Hause. Das ist politische Bildung über eine lange Zeit, also auch als Prozess einer Selbstvergewisserung von bestimmten Milieus gewesen. Heute ist es so, dass politische Bildung viel diverser läuft, in den Formaten viel vielfältiger. Und auch was die Zielgruppen betrifft, viel präziser überlegt werden muss, wen adressiere ich eigentlich? Sozusagen bewege ich mich nicht in einer Grammatik der Privilegierung von politischer Bildung und sozusagen eigne sie nur denjenigen zu, die in komfortablen Situationen sich befinden, die schon politisch interessiert oder politisch gebildet sind, muss man nicht gerade sozusagen die Vielfalt der Gesellschaft als eine Institution, die dem Allgemeinen verschrieben ist, versuchen zu akzentuieren, hervorzuheben. Und für uns heißt das nichts weiter, als dass wir unsere Disziplinen sozusagen versuchen, jeden Tag neu zu erfinden, weil die Erwartungshaltung für politische Bildung enorm gewachsen sind, aber die Rezepte sich komplett pluralisiert haben und es kein Rezept mehr gibt, mit politischer Bildung sozusagen die Gesellschaft wirklich erfolgreich zu erreichen. Das finde ich, ist eine neue Erfahrung und zu der müssen wir uns eben verhalten und wir können uns dazu nur widersprüchlich verhalten. Jeanette, dein Stift hat gezuckt. Ja. Danke. Ich würde jetzt gerne auch eine Frage an Sie stellen, die mir jetzt gerade noch mal eingefallen ist. Weil wenn ich Ihren Singularisierungsbegriff richtig verstanden habe, geht es ja in der Abgrenzung von Individualisierung auch davon, sich gegen die Diagnose einer reinen Pluralisierung sich davon abzugrenzen. Nun frage ich mich aber, wenn Sie diagnostizieren, dass das auch Maschinen machen, diese Singularisierung, ob es da nicht eher um Personalisierung geht und ob das in Ihrem Verständnis denn das Gleiche ist. Also nochmal anders gefragt, wie verhalten sich denn Individualisierung, Personalisierung, was ja Algorithmen heute anerkanntermaßen tun, und Singularisierung zueinander? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ist ja die Frage, wie man auch diese Begriffe fasst. Aber wir sehen ja in jedem Fall, dass dieses Feld des, sage ich mal, des Nicht-Allgemeinen, das ist, wo auch eine Menge Begriffsklärungsbedarf ist. Das ist ja eigentlich nicht, war ja nie das Zentrum der Soziologie oder auch überhaupt der Sozialwissenschaften, sich mit diesem Phänomenbereich zu beschäftigen. Aber man sieht ja jetzt, wir brauchen da differenzierte Begriffe. Also zunächst nochmal,
ich weiß nicht, ob das vorhin klar geworden ist, warum nicht Individualisierung? Also ich will jetzt gar nicht diesen Begriff, will mich gar nicht davon abgrenzen, den kann man ja verwenden, der hat ja auch seine Reichweite, aber mit ihm ist ja auch erstmal gemeint, eben dieser Freisetzungsprozess aus bestimmten sozialen Strukturen, aus sozialen Bindungen, das findet ja auch statt in der Spätmoderne. Die Frage ist ja nur, was kommt danach? Also man setzt sich frei, so, und in welche Richtung geht man dann? Freiheit von, Freiheit für. Und da ist natürlich Singularisierung etwas, wo man dann in bestimmte Codes, in die man dann auch hineingerät, ne, in bestimmte Praktiken, bestimmte Scripts, bestimmte Formatierungsformen. Das ist eben selber dann auch wieder etwas, also man könnte sagen Gestaltungsraum, es sind bestimmte Praktiken der Singularisierung, auch Beobachtungsformen und so weiter. Also das ist also, sind selber bestimmte soziale Aktivitäten, die auch geformt sind. Mit der Personalisierung, vielleicht haben Sie da recht, also der Punkt ist, ich muss sagen, dass ich da in meinem Buch auch an einem bestimmten Punkt, an so einen, also einen schwierigen Punkt gekommen war, nämlich als mir das klar wurde, dass ja es nicht nur diese, sag ich mal, soziokulturelle Singularisierung gibt, sondern auch eine, die gewissermaßen in der Technologie selbst abläuft. Und das hatte eigentlich meinen Singularisierungsbegriff gesprengt, muss ich sagen. Und dann hatte ich gedacht, also gut, ich habe das dann jetzt maschinelle Singularisierung genannt, aber eigentlich muss man sagen, das ist eigentlich eine Singularisierung, die also viele Merkmale dieser soziokulturellen Singularisierung nicht mehr hat. Genau. Also zum Beispiel auch diese affektive Orientierung. Ich habe es trotzdem dann Singularisierung genannt, auch aus welchen Gründen auch immer, sie immer manchmal eine Entscheidung, aber sie haben sicher, also das ist aber nochmal ein spezieller Fall. Und man könnte dafür auch einen anderen Begriff verwenden, wie Personalisierung, auch bei der Genomanalyse. Das wäre ja auch so ein Fall, dass man sagt, da wird nicht singulär, sondern es wird personalisiert. Möglicherweise sollte man auch, dann wird aber klar, also wir haben gewissermaßen dann in der zwei verschiedenen Modi auch der Produktion des nicht allgemeinen einmal singularisiert und dann aber auch maschinell personalisiere, wie immer man das nennen will. Und das sind unterschiedliche Dinge, die aber teilweise auch wieder miteinander verzahnt sind. Da kommen wir tatsächlich auf das Politische zu sprechen, wenn man nochmal darauf hinweist, Sie machen das verstärkt im letzten Kapitel des Buches tatsächlich, wo Sie die Krise des Allgemeinen als Krise des Politischen interpretieren und damit den Ausblick, das Buch schließen eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da haben wir ja auch mehrfach drüber gesprochen, über Phänomene wie Micro-Targeting zum Beispiel, was Algorithmen eben besonders gut können, wenn sie betont sind, dass sie quasi die zielgenaue Bewertung des Einzelnen quasi forcieren, ein Paradigmenwechsel, ganz klar, weg vom Mainstream-Gedanken moderner Ökonomien, wie wir es irgendwie gekannt haben, auch von Kulturökonomien natürlich. Das sind klassische Singularitätseffekte. Das ist das eine. Wir haben das, wie gesagt, oft besprochen in diesem Jahr. Auf der anderen Seite, nicht nur in dieser Woche, ist ja auch jetzt mal diffus formuliert, leben wir in einer Zeit der heftigen Repolitisierung. Ich würde mal sagen, bis in die Freundeskreise hinein bespricht man Dinge, die man vor 10 Jahren wahrscheinlich nicht für nötig befunden hat, zu besprechen. Es gehen neue Frontlinien auf und es gehen auch wirklich soziale Verwerfungen auf, die uns natürlich immer näher kommen. Die gibt es ja auch in Deutschland, wie wir wissen, vom arabischen Frühling bis zu den Gilets jaunes. Jetzt in ganz Frankreich, das ist ja auch keine zentralisierte Tendenz, nur in Paris, sondern überall gibt es die, sind das Bewegungen, die natürlich viel mit digitalen Tools arbeiten und ohne, wie manche sagen, einen veränderten Algorithmus von Facebook wahrscheinlich auch nie diese Durchschlagskraft gekriegt hätten. Als quasi der Algorithmus das Lokale hat angefangen zu favorisieren, wie man sagt, auf Facebook und eben nicht so sehr das Allgemeine. Und trotzdem ist daraus was entstanden, was wir im Moment gerade nicht genau wissen, wie wir es nennen sollen. Ist es eine soziale Bewegung? Ist es Widerstand? Ist es Protest? Ist es ein Phänomen des Allgemeinen oder würden Sie auch da von Singularitätseffekten sprechen, wenn wir jetzt ganz aktuell auf Frankreich gucken? Generell ist das ja bei mir, wie gesagt, auch nicht so deterministisch zu verstehen, im Sinne von, jetzt haben wir Singularisierung und das bleibt jetzt immer so, ganz im Gegenteil. Es gibt ja auch diese Gegeneffekte. Ja. Das ist ja auch bei mir Thema des letzten Kapitels des Buchs. Also inwiefern ja man in mancher Hinsicht auch eine Erschöpfung von Singularisierungsprozessen oder auch eine Unbefriedigtheit damit beobachten kann. Sind das die Verlierer davon? Sind das bei denen, denen es nicht gelingt? Das müsste man nochmal ganz sehr viel genauer sich anschauen. Ich meine, es sind ja vor allen Dingen Gruppen, die also aus dieser Entwicklung von der industriellen zur postindustriellen Ökonomie hinein auch, die da eigentlich die Verlierer sind. Mhm. Also die nicht zu dieser neuen Mittelklasse derjenigen, also das ist ja in Frankreich auch ganz stark. Weiß man das schon? Ist das so? Ja, ich
Fehlt die Mittelklasse bei diesen Protesten? Das nein, die neue Mittelklasse, das ist die alte Mittelklasse. Die Aber ich würde ja zwischen neuer und alter Mittelklasse, das wäre jetzt aber nochmal ein Thema, wo man sehr viel genauer hinschauen müsste. Aber auf jeden Fall denke ich, dass hier, also es gibt ja auch diese Gegentendenzen zu einer, man könnte sagen, Revitalisierung des Allgemeinen. Also auch im politischen Bereich, wenn ich an solche Diskussionen denke, wie um das bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Ne? Da geht es ja auch eigentlich darum, so um so eine Art, also so eine Art, das ist ja eine Figur des Allgemeinen, also das, was für alle gelten soll, für alle in gleicher Weise gelten soll. Oder die Diskussion um die Commons beispielsweise, die wir ja auch im politischen Bereich ja. haben. Also auch das, was für alle gelten soll. Also wir haben ja auch durchaus diese Gegentendenzen. Die Frage ist natürlich, wie kräftig sie sind oder wie effektvoll sie am Ende sein werden. Was denken Sie? Also ich meine, was jetzt in Frankreich angeht, da will ich... Also Soziologen liegen ja mit Prognosen meistens falsch. Ich weiß. Das heißt, also ich weiß nicht, ob sie falsch liegen. Da müsste wirklich das Allgemeine auch rekonstruiert werden, auch zum Beispiel auf der Ebene politischer Forderungen, dass auch deutlich wird. Ja. Also was ist denn da? Also da geht es ja erstmal um relativ triviale einzelne Forderungen. Wird daraus jetzt ein Gesamtprogramm, also auch ein alternatives Gesamtprogramm? Das sehe ich im Moment nicht so sehr. Aber ausgeschlossen ist es natürlich nicht. Die Forderung ist partikular, aber die Bewegung scheint ziemlich allgemein zu sein, gerade im Moment, oder? Würde ich mal so vom Stuhl rein aus quantitativ, gesprochen. Ja, rein quantitativ. Wie sehen Sie das, Herr Krüger, in Ihrer Arbeit nochmal, was ich jetzt auch so ein bisschen flapsig als irgendwie Repolitisierung angeschrieben habe, was ich wahrzunehmen glaube, natürlich in ganz Europa, in der ganzen westlichen Welt, ist das etwas, was Ihnen eher in die Hände spielt als Bundeszentrale für politische Bildung? Haben Sie leichteres Spiel, als Sie noch vor 15 Jahren hatten? Sie sind schon seit 18 Jahren Präsident, Sie haben eine große Spanne und auch eine doch... Sie haben eigentlich genau die Breitbanddigitalisierung miterlebt, seit Sie Präsident sind der Bundeszentrale und können da vielleicht auch ein paar Entwicklungen uns nochmal klar machen in puncto politische Bildung und Arbeit. Ist es einfacher geworden oder ist das schwieriger geworden? Also zunächst erstmal würde ich sagen, wir haben Hochkonjunktur, aber wir haben keine Lösungen. Und ich glaube sozusagen Lösungen für... präzise Strategien im Feld der politischen Bildung sind heute nicht mehr von einer Institution top-down zu realisieren, sondern was wir brauchen, sind Lernsettings, wo interagiert wird, wo sozusagen reagiert wird aus den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft mit allgemeinen Herausforderungen umzugehen. Und ich würde mal so sagen, also das, was wir sozusagen zunehmend erleben in unserer Arbeit, ist eben das, was Herr Reckwitz mit den Affekten beschrieben hat. Es gibt eine unglaubliche emotionale Aufheizung der Gesellschaft. Auf der einen Seite die Protagonisten der offenen Gesellschaft, die liberale, moderne, wie sie sich gerne selber tituliert. Und auf der anderen Seite sozusagen so ein eher kommunitärer Reflex, ein abschließender Reflex, der auf geschlossene Gemeinschaften bis hin zur Homogenität abstellt. Das merken wir schon in der politischen Bildung und das ist eine enorme Herausforderung. Also auf eine der größten wie auf der linken Seite. Herausforderungen. Es ist nicht nur eine Frage von rechts und links. Sie finden im kommunitären Bereich übrigens auch ganz linke Bewegungen, also ein Wiederbeleben des Genossenschaftsgedankens oder die niederbayerischen Saatbauern, die sich gegen Monsanto verschwören und ihr Saatgut austauschen, die kann man nicht gerade als erzkonservativ beschreiben, obwohl sie vielleicht sowas wählen, aber sie sind sozusagen, sie bedienen sich linker Praktiken. Ja, und das ist deshalb geht es um Allmende letztendlich. Und ich finde, das sind hochinteressante Prozesse und man sollte nicht mit den alten ideologischen Kategorien diese sozusagen eher Kulturalisierungsphänomene versuchen zu vermessen. Das führt immer dazu, dass man bestimmte Geschichten nicht erzählt oder ausblendet. Das Einzige, was mich verstört bei diesem auch bei der Beschreibung von Ihnen, Herr Reckwitz, und auch bei den vor allem bei den Reaktionen der Leute, ist, dass sozusagen das Thema der Ökonomie so in den Hintergrund tritt, obwohl so viele prekär leben, von Ungleichheiten betroffen sind, und zwar im globalen Maßstab, wie auch hier im komplett lokalen und regionalen Maßstab. Und ich glaube sozusagen, das würde ich mal als These in den Raum stellen, dass sich sozusagen der neoliberale Kapitalismus, der auch als Kulturkapitalismus in der Tat in Erscheinung tritt, sich eine neue Taktik zurechtgelegt hat.
Ich glaube, er sozusagen ist in Ermüdungsschleifen angekommen. Und bei dem Versuch zu akkumulieren, muss man ein bisschen in die emotionalen Tasten der Leute greifen. Das heißt, es muss wieder gekämpft werden, es muss wieder sozusagen was freigeräumt werden, es muss wieder eine Furche gezogen werden. Und ich glaube sozusagen, diese Ökonomiekritik, die uns verloren geht bei dieser ganzen aktuellen Debatte in der emotionalen Aufheizung um die Werte, die wir leben wollen, wie wir zusammenleben wollen und so weiter, das ist sozusagen ein Thema, was wir in der politischen Bildung zurzeit versuchen zu analysieren und darauf Formate hin abzustellen, weil ich halte es für schlicht unerträglich, dass sozusagen der Neoliberalismus fröhliche Urstände feiert, aber das Neue ist, dass keiner mehr drüber redet. Die Verschiebung von der Kapitalismuskritik zur extremen Affektökonomie, wie Sie es, glaube ich, genannt haben, als vierten negativen Punkt der Singularisierungseffekte. Ich kann Herrn Krüger da völlig zustimmen. Also ich denke, dass es auch wichtig ist, ich hätte das ja nur andeuten können in dem Vortrag, dass man eben sieht, dass dieser Wandel auch von der industriellen Moderne zur Spätmoderne natürlich ein mehrdimensionaler Wandel ist, wo sich verschiedene Faktoren miteinander verzahnen. Also wir haben ja heute, das ist ja auch das Thema dieser Veranstaltung, vor allem diesen technologischen Faktor der Digitalisierung betont. Und dann haben wir den kulturellen Faktor mit der Romantik ja auch zumindest kurz angesprochen. Aber der dritte Faktor, wobei das jetzt keine Reihenfolge ist natürlich der ökonomische. Man kann auch diesen Wandel also von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft natürlich auch nur verstehen, wenn man eben den Wandel des Kapitalismus nachvollzieht, der eben in dieser klassisch industriellen, fordistischen Massenproduktions-, Massenkonsumform eben auch schlichtweg an eine Grenze geraten war, Anfang der 70er Jahre, also eine Sättigungsgrenze, wenn man so will, und der dann natürlich, wobei das immer so klingt, als ob der Kapitalismus so eine Art Kollektivsubjekt ist, der sich irgendwelche Dinge überlegt, aber der dann natürlich auch gezielt gesucht hat nach anderen Branchen, nach anderen Möglichkeiten, um eben Güter zu generieren. Das sind heute ja auch teilweise selbst digitale Güter, also die digitale Ökonomie ist ja selber eine Wachstumsbranche, aber eben auch die ganzen anderen Güter, die eben singularisiert werden, also denken Sie an die ganze Tourismusbranche, also die postindustrielle Ökonomie ist eine, die natürlich gerade davon profitiert, man könnte sagen, Kultur zu kapitalisieren. Also es gab ja jetzt vor einigen Monaten auch dieses Buch von Botanski, das neue über die Bereicherungsökonomie, wo ja auch ein Segment dieses kulturellen Kapitalismus sehr gut eigentlich dargestellt wird. Also das, ich denke, ohne diese ökonomische Transformation kann man das Ganze nicht denken. Also insofern geht es ja nie darum, denke ich, diese Faktoren gegeneinander auszuspielen, aber Sie haben natürlich recht, also wenn eine öffentliche Diskussion sich auf Kultur kapriziert, denkt man die Ökonomie häufig nicht mit. Aber man muss eigentlich diese verschiedenen Faktoren gemeinsam denken. Ohne am Ende aber wieder, denke ich jedenfalls, in so eine reine Kapitalismustheorie absolut, dass man sagt, die Ökonomie ist an allem. Die Ökonomie ist gewissermaßen an allen schuld, denn wir haben ja gerade auch hier eine technische Entwicklung, die ja auch ihre Eigendynamik hat. Die ist auch wieder politisch gerahmt, das haben Sie ja gerade auch zu Recht hervorgehoben. Aber es besteht, glaube ich, in der öffentlichen Diskussion immer so auch dieses Bedürfnis, einen Faktor zu sehen, der das Ganze eigentlich vorantreibt, entweder die Wirtschaft oder die Politik, Neoliberalismus oder die Technik, aber eben dieses Zusammenfallen dieser verschiedenen Faktoren, das sollte man in jedem Fall, denke ich, stärker betonen. Wir haben erst etwa zwei Drittel oder vielleicht auch nur die Hälfte der Fragen besprochen. Ich finde es wahnsinnig interessant, so geht es mir zumindest auf der Bühne. Ich hoffe Ihnen auch, aber jetzt sind Sie dran. Ich weiß nicht, wo das Saalmikrofon ist oder die zwei da drüben sind Sie, dass wir erst ein paar Fragen aus dem Saal nehmen würden, dann mal bei Twitter vorbeischauen und dann eine abschließende Frage zu dem Abend nochmal stellen würden. Sie dürfen natürlich selbstverständlich an alle Fragen stellen, außer an mich. Ja. Ist da schon ein Mikro? Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eigentlich drei verschiedene Fragen. Die erste geht so ein bisschen in die Richtung, weil ja immer sozusagen auch gesagt wird, naja, das ist ein Elitenphänomen und ist so ein bisschen so eine Apologie der neuen Mittelschicht. Also ich glaube, man kann die Theorie ja eigentlich auch für einen Bereich anwenden, der jetzt relativ prekär ist. Zum Beispiel in der Altenpflege könnte man ja eigentlich auch sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Logik von der Singularisierung und Doing Generality, wenn man eher so eine Minutenpflege sich anschaut oder sozusagen, dass man dagegen stellt, gute Pflege ist eigentlich eine Logik der Singularisierung. Würden Sie sagen, dass das irgendwie Sinn ergibt, dass man sich die Praxis anschaut,
Und darauf dann sozusagen, je nachdem sieht, ob es sozusagen Affekte hervorgebracht werden oder nicht. Und die zweite Frage, die ich mir immer gestellt habe bei dem Buch, ist, es gibt ja immer so diese Verknüpfung, naja, nur Affekte sind immer nur dann, wenn sozusagen was einzigartig ist. Aber ich habe mir zwischenzeitlich eigentlich immer gedacht, naja gut, ist doch auch sehr affektbeladen, wenn man in einer Situation von Solidarität im Prinzip ist. Das ist mir immer nicht so ganz klar, wie kann das dann überhaupt funktionieren? Und so wie ich das verstanden habe, ist der Trick sozusagen immer, na gut, wenn man sozusagen dann dieses Gefühl hat, dann ist man eigentlich in einem Kollektiv, das dann irgendwie singularisiert wird. Aber das scheint mir dann irgendwie mehr wie ein theoretischer Trick zu sein, als irgendwie so zu stimmen. Genau. Ah ja, und die dritte Frage wäre zum Neoliberalismus. Also die Neoliberalismus-Definition, die ich kenne, wäre sozusagen eher von Bourdieu, dass es sozusagen das gezielte Auflösen kollektiver Strukturen ist, um sie durch Marktstrukturen zu ersetzen. Würden Sie sagen, dass es dann ein viel zu weiter Begriff ist, weil man da sozusagen so viel vermengt, oder würden Sie das nicht sagen? Das sind natürlich alles drei recht komplexe Fragen. Also zunächst einmal das Erste. Also mir würde es gefallen, wenn man jetzt diese Begriffe, die ich verwende, wenn man die wirklich als so eine Art Tool, also als ein Werkzeug verwendet, mit dem man bestimmte Dinge eben besser sehen kann, aber andere Dinge sicherlich auch nicht. Denn solche Tools haben ja immer auch ihre Grenzen. Also es geht mir ja nicht darum, hier so eine Ontologie der Singularisierung, sondern man kann vielleicht mit den Begriffen bestimmte Phänomene besser beleuchten, auch besser untersuchen, auch soziologisch untersuchen. Man stößt aber auch an Grenzen. Insofern, wenn man zum Beispiel auch im Pflegebereich das auch versucht zu schauen, also wiefern wird da in der Pflege auch singularisiert und andere Bereiche, das ist ja eben nur ein Doing Generality, wobei dann ja auch ein Wertunterschied ist. Das Singuläre ist gewissermaßen, diese Logik ist die bessere oder die höher geschätzte gewissermaßen, dann fände ich das eigentlich sehr gut. Also das müsste man sich sicher näher anschauen. Das zweite Punkt, da haben Sie recht, und das ist auch, würde ich auch sagen, eine der Schwächen, also in meinem Buch, dass ich eben jetzt so stark diesen Affektbegriff an das Singuläre gekoppelt habe und man natürlich auch fragen muss, gibt es nicht auch Affektivität des Allgemeinen? Ne? Also in vielen Bereichen gibt es die nicht, das war ja das, was ich immer so herausgehoben habe, die Standardisierung, die Rationalisierung, die Industrialisierung, aber es gibt sicherlich andere Bereiche und auch gerade in so einem klassischen oder auch politischen Sinne des Allgemeinen gibt es da natürlich auch Affektivität. Und das insofern, das muss man noch sehr viel komplexer sehen, als ich das gemacht habe. Und das Dritte mit dem Neoliberalismus, ich bin ja gegenüber dem Begriff mittlerweile ein bisschen skeptisch geworden, weil das so eine Allzweckformel häufig geworden ist. Also ich fand den Begriff eigentlich vor 10 Jahren gut, weil da konnte man auch viel damit sehen, aber mittlerweile wird er manchmal sehr leicht verwendet, aber so wie Sie ihn gerade definiert haben, so würde ich ihn eigentlich auch definieren. Das ist eben eine Politik der Verwettbewerblichung ist, also und zwar auch dort Wettbewerbe und Marktstrukturen eingesetzt werden, wo vorher gar keine waren oder wenn welche sind, werden sie auch noch verstärkt. Aber dann ist natürlich, das würde ich auch sagen, der Neoliberalismus ein Begriff, der sich auf Politik bezieht, also auch auf staatliche Aktivitäten. Und da würde ich auch sagen, also das ist auch eine wichtige Bedingung dieser Prozesse, die wir hier verfolgen. Aber Neoliberalismus ist nicht alles. Also zum Beispiel, es gibt auch eine Logik des Kapitalismus, der sich nicht in Neoliberalismus erschöpft. Nicht? Also der Neoliberalismus beeinflusst natürlich die Ökonomie, aber er bestimmt sie nicht. Auch das Internet wird natürlich beeinflusst durch eine bestimmte Form von Politik. Das fand ich sehr interessant, was Sie ja vorhin gesagt haben, auch mit der neoliberalen Politik, die ja eine bestimmte Form auch von letztlich von kommunikative Vernetzung gefördert hat, aber sie determiniert das nicht. Also ich hätte jetzt Schwierigkeiten zu sagen, jetzt diese Darstellungen von Profilen und dieser Aufmerksamkeitswettbewerb der Profile, der ist neoliberal. Das ist für mich eine Lehrform. Man muss präzise sehen, also wo hat der Neoliberalismus die Prozesse beeinflusst? Das kann man, denke ich, auch dann genau versuchen herauszuarbeiten, aber man sollte etwas vorsichtiger mit diesem Begriff sein. Das so verstanden, dass der Wettbewerb quasi das Privat, ne, dass die Ressource das eigene Leben wird, wie wir das in der letzten Veranstaltung besprochen haben. Das würde ich als neoliberale Tendenz bezeichnen. Aber es geht jetzt nicht um meine Antwort, sondern um Ihre Fragen, besonders wenn sie so gut sind wie Ihre. Ich würde trotzdem bitten, sich auf eine Frage zu beschränken, weil uns die Zeit ein bisschen davon galoppiert, bevor wir nochmal auf Twitter schauen, was da los war. Gibt es noch Fragen? Hier in der ersten Reihe bitte. Ja, ist weniger eine Frage als eine Überlegung, die mir jetzt kam, aber vielleicht kann jemand dazu was sagen. Ich arbeite so im Bereich der Umweltpolitik, deshalb beschäftigt mich so ein bisschen der Wandel des Politischen.
Und es war so eine Seitenbemerkung eher von Herrn Reckwitz oder so in der Unterhaltung, die ich ganz interessant fand, nämlich, dass der Unterschied von der Romantik zur Digitalisierung, sage ich mal, eigentlich daran liegt, dass das Publikum plötzlich, ich sage mal, weltweit da ist, ja, und das Publikum gleichzeitig immer auch Produzent ist. Und also ich vergleiche das so ein bisschen mit der Energiewende, wo man plötzlich feststellte, holla, da geht es gar nicht darum, einfach erneuerbare Energien einzuführen, sondern jeder wird Produzent und jeder wird Konsument. Und dass das, deshalb ist, finde ich auch richtig, was Frau Hoffmann sagte, dass diese Begriffe, also mit Singularität vielleicht zu, mit diesem Begriff kann man das nicht alles erfassen, weil dahinter steckt eben Globalisierung. Also ich finde das schon interessant, dass die Digitalisierung eben diese Art von, ich produziere irgendwelche Informationen oder Bilder, dass ich praktisch sofort eigentlich global oder ich kann riesige Menschenmengen erreichen und die können alle auf mich reagieren. Und wenn ich mir dann überlege, was das politisch heißt, politische Steuerung oder so, dann heißt das ja, dass auch die klassischen politischen Institutionen nicht mehr so eine klare institutionelle Größe darstellen können, weil ich habe es mit einer unendlichen Vielzahl von Produzenten, also von wegen neoliberal und so, und einer unendlichen Zahl von gleichzeitig Konsumenten zu tun. Und das kann ich, deshalb denke ich, haben wir so eine, auch so eine politische Krise, was Volksparteien oder was die Anerkennung von politischen Institutionen angeht. Also das fand ich eigentlich einen interessanten Aspekt, ob ich das jetzt Singularität nennen würde, weiß ich nicht, aber das genauso wie Personalisierung was anderes ist als Individualisierung, ist, steckt dahinter ja auch Globalisierung im Ökonomischen. Das ist aber mehr so eine Überlegung, die mir einfach kam. Ich weiß nicht, ob Sie was dazu sagen wollen. Wer möchte antworten? Also wenn ich darf, ich würde denken, dass man schon auch diesen Prozess der Globalisierung durchaus in dem Vokabular von Herrn Reckwitz ausdrücken kann. Man könnte etwa sagen, dass Globalisierung auch als globale Bühne zu verstehen ist, die durch Techniken des Allgemeinen hergestellt werden. Und auf dieser Bühne können sich dann neue Formen von Singularitäten ausprägen. So könnte man das jedenfalls übersetzen. Allerdings wäre dann meine Behauptung, dass, was Sie in Ihrem Vortrag bezeichnet haben und auch in Ihrem Buch geschrieben haben, dass, dass die Techniken des und die Logiken des Allgemeinen jetzt eine bloße Infrastruktur sind, dass sie natürlich nicht nur eine Infrastruktur sind, sondern sehr stark mitprägen, was sich dann überhaupt als Singuläres ausdrücken kann. Kann ich dafür mal ein Beispiel geben? Jetzt, das weicht ab von Ihrer Globalisierung, aber ist, Globalisierung findet darin auch statt. Im wissenschaftlichen Bereich haben wir heute sowas, das heißt Hirsch-Index. Und jeder, der irgendwie in der Forschung arbeitet, kennt das, weil wir werden heute alle auf Nummern runtergebrochen, die den sogenannten Impact Factor unserer Arbeit repräsentieren sollen. Das würde man sagen, ist doch eine Technik des Allgemeinen, oder? Und nun ist es aber so, dass dieser Hirschfaktor einen enormen Einfluss darauf nimmt, wo Leute publizieren, wie sie ihre Publikationen anlegen. Es hat, ich, aus meiner Sicht erzeugt das wirklich pathologische Effekte. Und da würde ich schon sagen, dass man da nicht von einer reinen Infrastruktur also reden sollte oder dass das, was Sie da unterscheiden, so eng miteinander verquickt ist. Also was überhaupt singulär werden kann, wird völlig geprägt durch das, was Sie als Logik des Allgemeinen bezeichnen würden. Und dieser Hirschfaktor wirkt natürlich global. Ja. Also erstmal gibt es natürlich auch weiterhin und auch neue Logiken der Standardisierung, auch gerade im Wissenschaftsbereich, das ist ja völlig klar. Insofern, das ist nicht als so eine eindimensionaler Prozess, denke ich, zu verstehen. Und das andere natürlich, eine Infrastruktur wirkt präformierend. Also Infrastruktur ist ja nicht einfach nur ein Ermöglichungsraum, es ist auch ein Bedingungsraum. Also eine Infrastruktur schränkt auch ein, was möglich ist. Das würde ich auf jeden Fall betonen. Das ist die Frage, genau, das würde ich auf jeden Fall sagen. Und was jetzt nochmal die Frage nach der Globalisierung, also ich hatte jetzt auch Ihre
Bemerkung so verstanden, dass Sie ja gesagt haben, das ist ja auch jetzt durchaus schon ein älteres Thema in der Soziologie, dass die Globalisierung gewissermaßen den Nationalstaat herausfordert. Also wir haben hier, also der Nationalstaat, also als nationale Einheit, passt gewissermaßen nicht mehr zu Globalisierungsprozessen. Und wenn man das jetzt aber auf das Internet bezieht, also ich meine, da will ich etwas zweifeln. Also einerseits kann man natürlich sagen, dass potenziell das Internet globalisierend wirkt, so wie es ökonomische Globalisierung gibt und auch politische durch supranationale Institutionen, gibt es auch eine Globalisierung durch das Internet, globale Vernetzung und so weiter. Aber die Frage ist ja, gibt es auch eine globale Öffentlichkeit? Das wäre natürlich für die Nationalstaaten eine große Herausforderung. Das wurde ja immer diskutiert. Also wenn es eine globale Öffentlichkeit gibt, aber eine nationale Politik. Aber gibt es denn eine globale Öffentlichkeit? Oder ist es nicht eigentlich sogar fast überraschenderweise so, aber sicherlich teilweise auch schlicht durch die Sprachgrenzen bedingt, dass es weiter, also potenziell könnte es eine globale Öffentlichkeit geben, die technischen Mittel sind da, aber die Öffentlichkeiten sind möglicherweise weiterhin eher national organisiert. Stichwort Frankreich, ne, und jetzt die Gelbwesten, das ist natürlich erstmal eine nationale Öffentlichkeit. Wir kriegen das zwar auch mit, ne, das hat man aber früher auch im Zeitalter der Zeitung auch mitbekommen, was in Frankreich ablief. Also insofern, das scheint doch interessanterweise, es gibt globale Vernetzungen, es gibt bei Facebook und so weiter, das sind ja auch globale Vernetzungen, man hat Bekannte anderswo, das gibt es, aber es gibt auch weiterhin doch solche, man könnte sagen, Cluster nationaler Öffentlichkeiten. Ist die Frage, ob sich das verändert oder ob das verschwindet, aber das ist doch eigentlich erstaunlich stark, dass trotz der veränderten technischen Mittel, so scheint es mir, die nationalen Öffentlichkeiten relativ robust sind. Ja, und wenn es sozusagen transnationale Öffentlichkeiten gibt, dann sind es tatsächlich Öffentlichkeiten, die von Eliten gemanagt und genutzt werden. Also gerade im Bereich der europäischen Öffentlichkeit kann man das sehr gut sehen, gibt es ja eine ganze Reihe von Plattformen, von Websites, die sozusagen Texte mehrsprachig dokumentieren und eben dann sozusagen über die Übersetzung auch versuchen, Diskurs zu organisieren. Aber diejenigen, die daran teilnehmen, sind sozusagen in aller Regel politische Eliten, kulturelle Eliten. Die Wissenschaft wäre ja auch Wissenschaft, eine durchaus globalisierte. Also das fällt ins Auge. Es sind jedenfalls keine großen Public Spaces, wie wir sie sozusagen in den nationalen Öffentlichkeiten kennen. Gut, wir gehen noch einmal auf Twitter, bevor wir eine abschließende Frage stellen. We're running late a little bit. Du brauchst ein Mikrofon, ne? Ganz genau. Kannst du für uns zusammenfassen? Wir haben zwei Fragen bekommen, eine an alle und eine an Janet Hoffmann. Ich fange erstmal mit der allgemeinen Frage an. Sind die, die es nicht schaffen, das neue Coding der Singularisierung zu lernen, nicht mehr Teil der Gesellschaft? Oder kommt es bald zum neuen bzw. alten Trend der Verallgemeinerung? Sie sind natürlich Teil der Gesellschaft, aber das ist ja tatsächlich auch etwas, was man beobachtet, dass eben gewissermaßen diejenigen, die nicht anerkannt singulär sind, dass sie schlichtweg also in der Aufmerksamkeitsökonomie benachteiligt sind oder zum Beispiel auch im Arbeitsmarkt benachteiligt sind, wo es um einzigartige Profile und so weiter geht. Also gewissermaßen einfach den Standard zu erfüllen, was ja in der industriellen Moderne eigentlich die zentrale Erwartung an das Subjekt war, genügt gewissermaßen nicht mehr. Dann fällt man zwar nicht aus der Gesellschaft heraus, aber also neigt dazu eher zu den zum Beispiel Aufmerksamkeitsverlierern zu werden, was dann eben ja auch bestimmte, das ist natürlich jetzt ein sehr einfaches Modell, auch Frustration hervorruft, die sich dann in andere Ventile gewissermaßen suchen. Bloß man muss, glaube ich, sozusagen dann nochmal unterscheiden. Es gibt diejenigen, die sozusagen völlig rausfallen aus der Aufmerksamkeitsökonomie und durch die Krise sozusagen des Repräsentativen gibt es ja auf der anderen Seite auch eine Mobilisierung, sich eben in diesen Affektgemeinschaften, in diesen Neogemeinschaften neue Zugehörigkeit zu holen. Also das heißt sozusagen, man hat eigentlich beide Phänomene, diejenigen, die nach wie vor völlig rausfallen und diejenigen, die sich, wenn man so will, neu empowern. Also man könnte vielleicht zu diesen, Wutmenschen oder Affektmenschen, die da teilweise unterwegs sind, ja auch einfach Rassismus oder Rassisten sagen, aber der entscheidende Effekt ist, dass sich da sozusagen Leute wieder artikulieren und wieder in die politische Arena treten. Und das ist sozusagen eine enorme Herausforderung, damit muss man sich auseinandersetzen. Da gab es noch eine zweite Frage, die direkt an Janet Hoffmann gerichtet war, richtig? Genau. Sie haben gesagt, dass das Internet ein Kind des Neoliberalismus ist und dass es anders aussehen würde, wenn es in den 70ern durch den Staat entwickelt worden wäre.
Wie würden Sie dann Distributed Ledger Technology und Blockchain darin kontextualisieren? Können sich DLTs ohne neoliberale Konterstrukturen entwickeln? Also, das finde ich, ist noch nicht geklärt, in welche Richtung die sich entwickeln werden, aber wir wissen, dass der größte Beifall zu dieser Technologie von technolibertären Gemeinschaften gekommen ist. Und das betrifft die ganzen Visionen, wie diese Technologie eingesetzt werden kann, die ja offenbar das Versprechen gegeben hat, dass man auf sowas wie zentrale Verwaltung, sowas wie Staat verzichten kann, wenn man das durch Technik ersetzen kann. Also, dass die eine gewisse Autonomie für sich beanspruchen, diese Verfahren, die entweder staatliche Interventionen unmöglich oder zumindest überflüssig machen. Ob das so im Einzelnen aufgeht, weiß man nicht so richtig. Bisher ist ja sind die Befunde eher enttäuschend, aber was sich da langfristig ausprägt, weiß man nicht. Ich habe gesagt, rückblickend ist das Internet ein Kind der eher neoliberalen Orientierung gewesen. Man muss auch sagen, kulturelle Revolution und Individualisierung haben sich da auch drin ausgeprägt, aber sowas kann man natürlich nicht prognostisch sagen, weil da können auch andere Bewegungen Einfluss nehmen, die dann das Gesicht einer solchen Technik in eine andere Richtung schieben. Vielen, vielen Dank. Ich habe noch eine allerletzte Frage, wirklich zum Abschluss. Ich weiß, das ist vielleicht eine komplexe Frage, ich würde sie aber gern stellen und bitte dennoch um Kürze, wenn es irgendwie geht. Und das ist das Ei des Kolumbus. Es geht darum, was ist eigentlich unsere Position, wenn es jetzt darum geht, die negativen Effekte der Singularisierung, die Sie mit der Digitalisierung in Verbindung gebracht haben, die vier, die Sie ohne Bilder aufgelistet haben, um unser Abstraktionsniveau herauszufordern, was, glaube ich, durchaus gelungen ist. Wie kann man da reagieren? Was ist der Handlungsspielraum? Es gibt eine europäische Perspektive, die das versucht, auf die großen Plattformen zuzugehen und Dinge über das Urheberrecht zum Beispiel oder über Transparenzoffensiven versucht quasi zu regeln auf EU-Ebene. Das ist das eine Tool, das man hat. Das ist, glaube ich, auch ein relativ spezifisch europäisches Tool, wenn ich das so sehe. Oder da versucht Europa eine Position zu finden. Es gibt aber auch zivilgesellschaftliche Methoden, wie man das quasi tun könnte oder von der Wissenschaft aus gesehen. Und da würde ich Sie bitten, quasi alle drei in möglichst kurzen Statements ein Fenster aufzumachen. Was ist eigentlich der Spielraum, um darauf zu reagieren, um diese negativen Singularisierungseffekte vielleicht zu minimieren oder zu reduzieren? Zunächst mal denke ich ja, dass es ohnehin wichtig ist, das hatte ich ja auch am Anfang gesagt, nicht in so einen Technikdeterminismus zu verfallen, zu meinen, also das Internet oder diese digitalen Technologien zwingen uns zu bestimmten Verhaltensweisen und wir sind gewissermaßen nur ein Resultat dieser Prozesse, sondern es hängt ja immer eben von den sozialen Praktiken ab, wie wir mit diesen Technologien umgehen, wie wir sie auch verändern. Dann müssen wir die anders organisieren. Also insofern gibt es da schon immer auch diese Agency-Möglichkeit. Mhm, ja. Und aber ich muss wirklich sagen, also das ist natürlich jetzt keine Antwort auf Ihre Frage, aber die Fantasie der sozialen und der kulturellen und der politischen Praxis ist doch immer sehr viel größer als die Fantasie der Soziologen. Also Sie haben ja jetzt zum Beispiel auch diese Gelbwesten, das hat doch keiner vorhergesehen. Ja. Das kommt dann einfach. Mhm. Und ich meine, es gibt auch neue, das ist ja gerade das, was neue soziale Bewegungen, neue kulturelle Bewegungen, neue politische Bewegungen ausmachten, dass sie völlig unvorhersehbar sind. Und wir haben ja in den letzten Jahren da einiges erlebt, auch sehr problematisch, oder die Tendenzen, die wir ja jetzt sicher sehr negativ bewerten, wie auch mit den Populisten und so weiter. Das war, aber das sind natürlich auch, es ist auch Agency, das sind auch neue Bewegungen, identitäre Bewegungen, die sich auf einmal da entwickeln, die lassen sich aber nicht wirklich vorhersehen. Also da würde ich immer sagen, also da hinken wir doch hier, oder vor allem jetzt, wir beiden als Wissenschaftlerinnen natürlich im Grunde immer dieser sozialen Praxis hinterher. Und da können wir uns einfach überraschen lassen. Von uns wird sie nicht angestoßen, die Entwicklung, sondern da draußen kommt sie. Vielleicht von der politischen Bildung. Sie haben ja schon so argumentiert, dass man das nicht mehr top-down organisieren kann, wie man das früher vielleicht mal wollte. Sie haben eigentlich ein bisschen argumentiert wie ein selbstlernender Algorithmus, ein bisschen, wie sie irgendwie funktionieren in der politischen Bildung, was auch von unten kommen muss oder was man dabei lernen muss. Sehen Sie da ein Rezept, um Agency quasi mehr zu vermitteln oder möglich zu machen? Also ich glaube sozusagen, Institutionen müssen auch ihre Praktiken selber immer auf den Prüfstand stellen. Und es gibt sozusagen in der politischen Bildung
aus den 70er Jahren so eine Art Glaubensbekenntnis, den sogenannten Beutelsbacher Konsens, also wo die Hauptspielregeln definiert sind, wie staatliche politische Bildung eben stattfinden soll. Kontroversitätsprinzip, ja, also alles, was sozusagen strittig diskutiert wird, muss sich auch strittig widerspiegeln. Dann, was ich sehr interessant finde, das Überwältigungsverbot, das ist so ein bisschen eine Reaktion auf Agitprop aus der DDR gewesen, ja, also das heißt, du darfst sozusagen deinen Lernenden als politischer Bildner nicht ja, überreden oder überwältigen, sondern du musst ihm sozusagen die Tools bereitstellen, sich selbst eine eigene Meinung zu bilden. Das ist Anti-Emo, und das ist das, was er gemacht hat. Ja, und das, ist sozusagen, das diskutieren wir sehr intensiv zurzeit in der Bundeszentrale, weil sozusagen das dem damals dem Rationalitätsprinzip unterworfen war. Ja. Das heißt sozusagen, es galten nur rational vorgetragene Argumente, aber der Faktor Emotionalität, mit dem wir zunehmend in der politischen Bildung zu tun bekommen, spielte da überhaupt keine Rolle. Und ich glaube, man kann heute in den Lernsettings das Überwältigungsverbot nicht mehr, mehr anwenden, ohne diese Dimension der Affekte zu reflektieren. Ja. Wir machen eine große Konferenz jetzt im Frühjahr dazu, weil im Grunde genommen die Disziplin der politischen Bildung sozusagen aus einer Tradition kommt, sozusagen des Argumentierens, des rational Argumentierens und Emotionen immer ferngehalten hat. Aber das kannst du in einer Zeit sozusagen, wo Emotionen Hochkonjunktur haben, schlicht nicht mehr durchhalten. Und um nochmal so ein Beispiel zu nennen, was sozusagen das Empowerment betrifft, wie hat man eine Aktion gemacht, YouTuber gegen Nazis, das ging sozusagen um YouTube-Stars, die so einen Remix vorgetragen haben von so einem Düsseldorfer Rapper. Und die zweite Phase dieses Projekts waren Remixes von Leuten aus der Community derjenigen, die partizipiert haben, die rezipiert haben. Und die haben dann ihre eigenen Versionen ins Netz gestellt. Daraus ist so ein richtiger Wettbewerb und so eine richtige Bewegung geworden, die bis hin sozusagen zu Festivals geführt hat, wo die Leute ihre Sachen präsentiert haben. Das heißt, da ist sozusagen eine Koproduktion der Lernenden hat da stattgefunden. Und das ist einer der Standards, die wir uns mittlerweile erarbeitet haben in der politischen Bildung, dass politische Bildung eben in Koproduktionslernformen stattfindet und nicht mehr sozusagen vom Katheter vorgetragen, ja, also Demokratie ist XYZ, sondern das ist sozusagen ein Prozess, der erarbeitet, der reflektiert, der ausgehandelt werden muss. Jeanette, du hattest am längsten Zeit zu überlegen auf die komplizierte und ein bisschen unverschämte Frage von mir. Also zwei kurze Punkte würde ich gerne ansprechen. Das eine, es ist erst in den letzten 10 Jahren, dass wir, würde ich sagen, in einer breiteren gesellschaftlichen Öffentlichkeit beginnen zu verstehen, dass Algorithmen nicht Naturgewalten sind, die vom Himmel gefallen sind. Und seit einigen Jahren werden soziale Netzwerke zunehmend unter Druck gesetzt und rechenschaftspflichtig gemacht bezüglich der Logiken ihrer Algorithmen, die nun mal sehr stark Affekte provozieren zurzeit. Also die sind darauf ausgerichtet, emotionale Beiträge hochzuranken, um auf diese Weise Aufmerksamkeit etc. zu generieren. Und ich nehme an, dass man künftig erwarten kann, dass sich diese Logik rechtfertigen, nicht nur rechtfertigen muss, sondern möglicherweise sich auch ändern wird. Das ist gesellschaftlicher und politischer Druck, der auf die Betreiber von Netzwerken und ihren Algorithmen angewendet wird. Und der zweite Punkt, den ich machen möchte, bezieht sich auf, was man in der Politikwissenschaft als Wedge-Issues bezeichnet, nämlich politische Parteien, die gezielt Themen wie Migration, auch in Zeiten, wo gar keine stattfindet, so pushen, dass die Debatte zunehmend polarisiert und emotionalisiert wird. Und das richtet sich, finde ich, an, um unsere Politik da Verantwortung an den Tag zu legen und sich anders zu orientieren und eine Debatte eher sachlich anzulegen, statt Emotionen und Irrationalitäten zu befeuern. Wedge, Englisch für Keil, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? In dem Sinne. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Es gibt noch ein kleines Präsent, das ich jetzt holen muss. Ich weiß noch gar nicht genau, ist es hier drin versteckt? Irgendjemand hat es geklaut. Eben gerade war es noch da. Ah, nee, hier. Ist nur quasi immersiv versteckt farblich an unseren Hauptgast heute Abend, Andreas Reckwitz. Herzlichen Dank, dass Sie nochmal zu uns gekommen sind, ein Jahr nach Ihrem Buch. Herzlichen Dank, Jeanette Hoffmann, Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung und dass Sie so lange bei uns geblieben sind. Danke. Wir sehen uns im nächsten Jahr.